Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu einem Abend, den wir uns vorgenommen haben als eine Art Grenzerkundung, Grenzerfahrung. Denn schließlich heißt das Thema die Zukunftsfähigkeit der Demokratie auf der Suche nach Europa. Inwiefern ist das eine Grenzerkundung? Zunächst mal beim Begriff Europa. Spielt der Begriff der Grenze immer irgendwie eine Rolle? Grenzschutz, Obergrenze, ein Reizwort der vergangenen Monate. Aber zum anderen hat dieser Begriff Grenzgängerwissenschaft dieser Reihe vielleicht noch nie so gut gepasst wie auf den heutigen Abend. Denn Demokratie und Europa, diese beiden Begriffe fordern uns möglicherweise tatsächlich ab, an die Grenzen zu gehen, denn beide Begriffe sind jeweils für sich genommen schon geeignet, ganze Abende zu füllen. Was verstehen wir überhaupt unter Demokratie? Woran denken wir, wenn wir an Europa denken? Also das wird eine anspruchsvolle Aufgabe heute Abend, auch noch in der relativ sportlichen Zeit von 2 Stunden. Da wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir zumindest, wenn nicht mit einem klaren Ergebnis, das gibt es selten bei solchen Diskussionen, aber so doch vielleicht mit ein paar interessanten Gedankenanstößen anschließend nach Hause gehen können. Und meine Zuversicht gründet sich auf unsere hochkarätigen Gäste. Die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Und vielleicht kommen Sie dann gerade nach vorne, Herr Koschorke, Herr Redeker, dann sieht man Sie auch. Setzen Sie sich einfach hier links und rechts, ich nehme gleich in der Mitte Platz. So, fangen wir doch beim Gast an. Ich spreche hier ja jetzt für die Universität Konstanz als Gastgeber, also ist so gesehen Herr Redeker der Gast. Herr Professor Dr. Jochen Redeker ist Grafikdesigner und als solcher Experte für Corporate Identity und Corporate Design. Das sind Begriffe, denen man immer wieder begegnet, die auch oft synonym verwendet werden, obwohl sie das eigentlich nicht sind. Vielleicht kann er gleich selbst noch mal ein bisschen was dazu sagen. Herr Redeker gründete Mitte der 90er Jahre die Designagentur Strichpunkt, deren Geschäftsführer er auch ist. Wer sich die Referenzen dieser Agentur einmal genauer anschaut, der trifft auf große Namen. Da findet sich der DFB, da findet sich die ProSieben Sat1-Gruppe und vieles mehr. Herrn Redekers Arbeiten sind mit bedeutenden Auszeichnungen bedacht worden, unter anderem mit dem Red Dot Design Award, wo Strichpunkt diese Agentur 2008 zur Design Agency of the Year ernannt wurde. Mit den in dieser Branche üblichen Anglizismen wollen wir uns dann jetzt etwas zurückhalten an diesem Abend, aber hier muss es sein. Er selbst ist Mitglied von Institutionen wie dem Type Directors Club in New York und dem Art Directors Club in Deutschland, dessen Vorstandssprecher er zwischenzeitlich auch gewesen ist. Herr Redeker ist auch als Verfasser wichtiger Fachpublikationen in Erscheinung getreten, ein begehrter Vortragsredner, national wie international. Und seit 2012 ist er als Professor für, ich sagte es bereits, Corporate Identity und Corporate Design hier an der HTWG in Konstanz tätig. Herzlich willkommen, Herr Professor Redeker. Dann darf ich Herrn Professor Dr. Albrecht Koschorke vorstellen, der als Literaturwissenschaftler an der Universität Konstanz lehrt. Seine akademische Laufbahn begann in München und Paris. Mit einem Studium und jetzt aufgepasst, das wird viel, der neueren deutschen Literaturwissenschaft, der Philosophie, der Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaft und Ethnologie, also alles andere als ein Schmalspurstudium. Seine Dissertation 1989, die passt ganz wunderbar zu unserem heutigen Grenzgängerabend. Ihr Titel lautet nämlich »Die Geschichte des Horizonts«, Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Erschienen ist sie damals im Surkamp Verlag, auch das ist nicht jedem Promoventen vergönnt. 1999 habilitierte er sich an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über die Mediologie des 18. Jahrhunderts. Auch das übrigens ein spannendes Thema, nur am Rande. Seit 2001 ist Herr Professor Koschorke hier in Konstanz als Professor für neuere deutsche Literatur und allgemeine Literaturwissenschaften an der Universität tätig. In seinen Publikationen befasst er sich mit Themen wie dem Motiv der heiligen Familie in unserer Kultur
oder auch dem imaginären politischer Herrschaft. Zuletzt erschien von ihm Hegel und wir, ein Buch, das manche überraschenden, aber doch überraschend schlüssigen Parallelen zieht zwischen der politischen Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und unserer heutigen Situation, aufgehängt an Hegels Antrittsrede 1818 in Berlin. Wir werden sicherlich auch nochmal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ja, um dem schier unüberschaubaren Themenfeld, ich sagte es bereits, so ein bisschen Herr zu werden, haben wir vereinbart, dass beide ein kleines Eingangsstatement vorbereiten, damit man schon mal Pflöcke einschlagen kann, anhand derer man dann die Diskussion aufziehen kann. Fangen wir also an, jetzt könnte ich die Münze werfen, aber ich glaube, vielleicht Herr Rädeker ist ja offiziell der Gast, vielleicht fangen Sie an und danach Herr Professor Koschorke. Wollen wir es so machen? Ja, von mir aus gerne. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, Herr Burgeil, für die nette Vorstellung. Ich werde mich bemühen, die allfälligen Anglizismen in Grenzen zu halten. Ganz ohne kommt man in unserer Branche nicht aus. Wir loben uns ja auch lieber selber auf Englisch, das ist dann ein bisschen kürzer. Genau. Und in der Tat ist es ja ein etwas merkwürdiges Format, wenn Sie sagen, abendfüllend, dass ein Literaturwissenschaftler und ein Gestalter oder Kommunikationsdesigner nun ausgerechnet über die Zukunft der Demokratie und der Politik reden sollen. Ich glaube, wir sind ein bisschen überfordert damit, wenn wir die Politik verbessern wollen, aber ich denke, wir können ein bisschen was dazu beitragen in einer hoffentlich spannenden Diskussion, wie man Politik kommunizieren, wie man sie erzählen, wie man sie gestalten kann, sodass sie richtig oder auch falsch ankommt. Und dazu kann ich als Designer ein Stück weit einen Beitrag leisten. Ich komme aus einer Branche, als Unternehmer wie auch als Forschender, die sich damit beschäftigt, Menschen zu überzeugen. Das ist mal ganz banal und ganz einfach gesagt. In der Praxis ist das etwas dreckiger und etwas schmutziger. Wir überzeugen ja in der Regel nicht Menschen davon, das gute Ware schöne zu machen, sondern irgendwelche Dinge zu kaufen, von denen sie davor nicht wussten, dass sie die eigentlich brauchen. Ein Joghurt beispielsweise, der irgendwie besonders schmeckt. Oder die Partei ihrer Wahl. Oder heute Abend ins Pano zu gehen, weil das Plakat so toll gestaltet ist. Das ist so das, was unsere Branche normalerweise macht. Und das machen wir mit unseren Mitteln. Und die Mittel sind eben nicht, wie Sie vielleicht dem Thema Corporate Identity, Corporate Design, Gestaltung entnehmen können, gestalterischer Art, sondern es sind Mittel der mehr oder weniger angewandten Tiefenpsychologie. Unser Job ist es, Menschen zu überzeugen von etwas, das sie davor nicht kannten. Und das machen wir sehr schlau, indem wir sie psychologisch auf diesen Pfad über Umwege führen. Und wir bemänteln das Ganze ein Stück weit mit Ästhetik, mit Entertainment, mit Design, mit Marketing, mit Werbung, damit es dann irgendwie besser runtergeht und man es gar nicht so genau merkt, was da passiert. Und dieser Weg durch hinten, der zeigt sich auch ganz gut im Logo einer der erfolgreichsten Agenturen auf diesem Markt, Jung von Matt. Aktuell haben sie die Kampagne der CDU bei der Bundestagswahl begleitet. Die haben ein trojanisches Pferd als Logo, als Wappen. Und das sagt eigentlich schon fast alles, ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt. Was machen wir? Wir gehen Wege über das Unbewusste, über das Unterbewusste. Wir versuchen, unlogische Situationen, unvernünftige Entscheidungen zu postulieren. Und das kann etwas sein, was in der Politik sinnvoll oder auch weniger sinnvoll ist. Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele für solche unlogischen Situationen. Ich bin gerade mit dem Auto von Stuttgart hierher gefahren. Das ist an sich schon eigentlich unlogisch und wirklich keine vernünftige Entscheidung. Ich stand eine Dreiviertelstunde im Stadtverkehr in Stuttgart. Ich stand eine halbe Stunde vorm Kindle-Bild in Konstanz. Ich habe mich wie immer wahnsinnig geärgert. Also ich hätte auch Bahn fahren können und mich dann in Singen dem wegfahrenden Seehaas entsprechend begeistert hingeben können. Völlig egal, ich habe mich fürs Auto entschieden. Unlogische Entscheidung, weil Fahrt auf der Autobahn dämlich um diese Uhrzeit. Noch dämlicher, vor mir fuhr fast die ganze Zeit ein Skoda. Den habe ich in Stuttgart gesehen, den habe ich gerade am Kindle-Bild wieder gesehen. Und das Dumme ist, was mich wirklich geärgert hat, dieses Auto ist genauso schnell da gewesen wie meins, aber meins kostet 5-mal mehr. Das ist eine komplett unlogische Entscheidung, die ich da getroffen habe und ich habe sie mit dem Bauch getroffen, weil ich Sitzheizung mag. Die Sitzheizung hätte ich für 300 Euro auch in dem Skoda bekommen können, dafür hätte ich keine teure Karre kaufen müssen. Ähnliche Entscheidungen treffen wir permanent und ich hoffe, dass Sie, meine Damen und Herren, Ihre wesentlichen Entscheidungen im Leben alle mit dem Herzen treffen und nicht mit dem Hirn, mit der Emotion und nicht mit der Ratio. Die Entscheidung für den Partner, die Entscheidung, Kinder in die Welt zu setzen. Die fressen Ihnen die Haare vom Kopf und lassen Sie nicht schlafen, aber man will Kinder haben. Und genau solche unlogischen Situationen befördern wir durch unsere Methoden und wir wissen,
dass diese unlogischen Situationen nicht mit Argumenten herstellbar sind. Meinungen werden nicht durch Argumente gemacht, sondern durch Stimmungen. Wir entscheiden uns aufgrund einer bestimmten Farbigkeit, die eine Einladung hat, irgendwo hinzugehen. Aufgrund der Stimmlage, die ein Werbesprecher hat. Kauf mich! Oder kauf mich. Das sind unterschiedliche Aussagen. Das kann die Musik im Hintergrund sein, das können Bilder sein, die uns ansprechen oder weniger ansprechen. Das kann sogar die Gestaltung von Buchstaben sein. Allein dieses ganz banale Thema, wir nehmen das gar nicht so wahr, kann man über Fokusgruppen messen, das tun wir auch in der Forschung. Nehmen Sie einen Text mit identischem Inhalt. Setzen Sie ihn einmal so, dass man ihn sehr, sehr gut lesen kann. Schöner Zeilenabstand, Buchstaben ordentlich auseinander, die Buchstaben gut gestaltet, ausreichend Raum drumherum, dass sich das Auge entspannen kann. Und zeigen Sie den einer Fokusgruppe. Sie zeigen den identischen Text mit gleichem Inhalt einer anderen Fokusgruppe, gleiche soziale Bildung, gleicher Hinterkunft, gleiche Region. Sie setzen ihn nur schlechter. Sie machen schlechte Buchstaben rein, sie machen den Zeilenabstand zu gering, sie machen keinen Weißraum drumherum. Und das Ergebnis ist, dass die Gruppen bei der Befragung, war denn der Inhalt des Textes gut, zu 20% divergieren in den Antworten, obwohl sie eigentlich das Gleiche gelesen haben. Das heißt, allein durch die Form der Buchstaben und deren Gestaltung können wir Meinung beeinflussen. Und wenn wir jetzt das ganze Arsenal der Werbung, des Designs dazustellen, die Farbigkeit, die Bilder, die Aussagen, die Claims, dann kommen wir sehr schnell dazu zu sagen, es kommt überhaupt nicht darauf an, was da gesagt wird, sondern wie es vorgetragen wird. Und da kann man sich dann fragen, ist das für die Politik das Richtige? Wir lügen die ganze Zeit und wir lügen mit vollem Bewusstsein und ich bilde meine Studierenden dazu aus, perfekte Lügner zu werden. In der Regel funktioniert das bei Joghurtwerbung. Mit anderen Worten, der Auftrag ist eigentlich, dass Investorengremium eines großen internationalen Konzerns beschließt, wir müssen unseren Joghurt effizienter auf den Markt bringen. Sie beauftragen ihre Techniker, die nehmen ein Enzym aus dem Joghurt raus, schmeißen ein billigeres rein und dann geht man zu einer Werbeagentur und die Werbeagentur sagt, Fruchtzwerge machen Kindern Spaß und sie sind jetzt mit verbesserter Rezeptur am Markt erhältlich. Das gleiche Prinzip, Fruchtzwerge habe ich nie gesagt, das gleiche Prinzip gilt natürlich auch in der Politik. Da steht ein Politiker, der, sagen wir, Rentenpolitiker ist. Und der weiß ganz genau, das Rentensystem ist von Otto von Bismarck erfunden zu einem Zeitpunkt, wo das Alter nach dem Renteneintritt und die Dauer der Arbeitsleistung davor in einem völlig unterschiedlichen Verhältnis zu heute stand. Der weiß ganz genau, dieses Rentensystem fliegt uns allen um die Ohren. Keiner von uns, der hier sitzt, wird sein Leben lang die Rente bekommen, für die er einzahlt. Das wissen die. Sie wissen aber auch, meine Wähler sind fast alle 60 oder älter, über die Hälfte der Leute, die zur Wahl gehen, sind in diesem Alter. Und er geht dann zu einer Werbeagentur und die sagt, mit uns ist die Rente sicher. Wir lügen permanent. Und Werbung so betrachtet, Design so betrachtet, Kommunikation betrachtet, in dieser Form ist methodisierter Populismus. Wir schauen dem Volk aufs Maul, wir unterhalten es, wir machen ihm Freude, wir machen gute Laune. Und was da die Wahrheit dabei ist, das ist gar nicht so wesentlich. Und dieses System funktioniert ganz wunderbar, weil der Mensch faul ist und weil wir starke Waffen haben. Die Waffe ist der Sehnerv. 83% dessen, was das Hirn an Reizen verarbeitet, elektrischen Reizen, neuronalen Reizen, kommt über den Sehnerv. Und Design ist das Dope für diesen Sehnerv. Das ist das, was uns richtig heiß macht, wenn wir die richtige Farbe sehen, die richtigen Buchstaben. Und noch schöner, man kann das auch wissenschaftlich formulieren, Design ist der, ich sag mal, der Highway zur subliminalen Perzeption. Wieder zurück ins Deutsche übersetzt, Faulheit siegt, der Mensch mag sich nicht involvieren. Sie haben jetzt alle den Weg hierher gefunden in eine Veranstaltung, wo Wissenschaftler über Politik reden. Respekt, Sie sind möglicherweise auch Menschen, die Wahlprogramme lesen, bevor sie zur Wahl gehen. Oder Sandra Maischberger angucken und sich informieren und die Argumente dann auch noch lernen und dann bewusst zur Wahl gehen. Da unterscheiden sie sich aber vom Großteil der Wähler. Ein Drittel der Wähler geht zur Wahl und weiß noch nicht, was sie wählen werden, abgesehen von denen, die nicht wählen. Und was tun wir da? Wir nehmen nicht Involvement an, sondern Heuristiken. Das heißt, Dinge, die wir gelernt haben, die irgendwie einfach sind für das Gehirn. Das hat was damit zu tun, dass das Hirn sich nicht stressen möchte mit seinen neuronalen Faktoren. Das sind wir in der tiefen Psychologie. Beispiel das Thema der Halo-Effekt. Schöne Politiker haben es leichter. Bernd Höcke kann eigentlich sagen, was er will, ist ein attraktiver Mann und man kann wissenschaftlich nachweisen, dass Menschen, die attraktiv sind, für intelligenter gehalten werden, für kompetenter und für freundlicher. Prüfen Sie sich selber. Man kann das auch anders sagen. Es gibt Effekte wie die Verfügbarkeitsheuristik. Man lernt, dass etwas, was man gerade eben in den Sinn bekommt, relevanter ist als das, was vielleicht wahr ist. Das Thema des Herdentriebs. Dahin, wo alle gehen, muss es was Spannendes geben. Das Thema der Wiederholung. Je öfter ich etwas höre, desto besser ist das.
In der Übersetzung heißt das, ich habe kein Abi, ich bin Ex-Alki, ich komme aus Würselen, ich spreche die Sprache des einfachen Mannes und ich bin für Gerechtigkeit. Und darüber sollten wir reden in diesem Land. Ja? Also mit einfachen Worten, absolut populistisch, absolut dem Volk aufs Maul geschaut, nur mit einer Botschaft, die einfach leider nur einen Monat gehalten hat und nicht ein bisschen länger. Das ist eine Thematik, die durch Kommunikation befleißigt wird und in der richtigen Farbe dann auch verfängt. Und Kommunikation ist noch einfacher, weil wir auch noch eine Komplexitätsreaktanz haben. Jeder von uns sozusagen mit den Genen mitgegeben. Wenn es kompliziert ist, erklär es mir doch einfach. Ich mach mal ein Beispiel. Den Buzzer können wir jetzt noch nicht benutzen, aber Sie haben ja Arme, um mal zu sagen, da bin ich dafür oder nicht. Testen Sie sich mal mit der Aussage, wir sollten Kinder vor Armut schützen. Wer ist denn da dafür? Jetzt trauen Sie sich, das sind noch nicht nur drei, oder? Also, Kinder vor Armut schützen, ist die Mehrheit von uns dafür. Wir sollten gut und gerne in Deutschland leben. Wer ist dafür? Ja, das sind ein bisschen weniger, den Satz kennen Sie irgendwo her, ne? Ja, ich merke schon, da kommen jetzt die politischen Dimensionen ein Stück weit rein. Wir sollten unsere Heimat verteidigen, wenn es drauf ankommt. Wer ist da dafür? Da traut sich jetzt keiner in so einem linksintellektuellen Publikum. Ne? Aber es ist doch ein Satz, wo man sagen muss, die Heimat verteidigen, wenn es drauf ankommt, Dankeschön. Also immer ein paar. Was fällt mir noch ein? Wir sollten Sicherheit neu organisieren. Wer ist da dafür? Auch ein paar, haben Sie auch schon mal gehört. Wir sollten, was sollten wir noch? Wir sollten, wenn die Kinder groß sind, die Rente nicht klein haben. Auch jemand dafür? Was hätten wir noch? Mut für Deutschland? Auch okay? Also mehr, Sie trauen sich gar nicht. Sie sind ein bisschen müde heute Abend, das kann ich verstehen. In order of appearance, das waren Wahlkampfslogans von Plakaten der CDU, der NPD. Wohlgemerkt, da waren einige dafür. Ob es jetzt genau die order of appearance war, weiß ich nicht mehr. Der SPD, der FDP, der AfD, der Linken, das war das das Kinderschützenthema. Und ich habe noch einen für Sie. Man muss Chancen bieten, damit Chancen genutzt werden können. Wer ist da dafür? Ja, ne? Klingt auch überzeugend, das sind die Grünen. Leere Worthülsen von jedem von diesen Herrschaften. Und das ist das, was wir mit dem Design der Politik machen können, ob wir es damit hilfreicher machen oder nicht, andere Frage. Ich bin für mich in der Diskussion im Vorfeld zu dem Schluss gekommen, das Beste, was Designer, was Kommunikatoren, was Werber machen können mit der Politik ist, die Finger davon lassen. Und die Agentur Jung-Format übrigens auch. Die hat die CDU in diesem Wahlkampf betreut, vor 10 Jahren übrigens Gerhard Schröder. Und sie hatten nach der Wahl gesagt, wir sind gescheitert, weil wir mit unseren werblichen Methoden gegen den Populismus nicht ankommen, selber Populismus eigentlich ja, präjudizieren. Und meine These für heute Abend wäre die zu sagen, wenn es denn so ist, dass unsere Branche darauf getrimmt ist, Menschen Dinge einfach zu verkaufen, die komplex sind und komplexe Botschaften in der Politik in Europa die wesentlichen Themen sind, dann sollten wir die Finger davon lassen müssen. Ich würde dafür plädieren, dass man Wahlwerbung mindestens reguliert, wenn nicht verbietet. Es gibt für mich keinen Grund, dass Politiker, die uns alle dazu zwingen, mit Rauchen aufzuhören, weil es ungesund ist, gleichzeitig kostenlose Werbeflächen auf öffentlichen Plätzen zur Verfügung stellen, wenn es um ihre eigene Wahl geht, kostenlose Werbespots im öffentlichen rechtlichen Fernsehen und im Rundfunk anbieten, um Leute zu, habe ich jetzt auch nicht gesagt, zu verarschen. Und genau das passiert mit Hilfe von Designern und Werbern mit meiner Profession. Ich plädiere dafür, Wahlwerbung massiv einzuschränken oder zu verbieten und ein Format zu finden, wie etwa die Bundeszentrale für politische Bildung stellt Fragen wie im Wahlomat und die werden sachlich beantwortet. Punkt aus, Ende der Diskussion. Nee, wir fangen damit an und ich freue mich auf alles Weitere. Ganz kurze Zwischenfrage, bevor Herr Koschorke dran ist. Das war jetzt ein dermaßen düsterer Ausblick auf die eigene Branche. Lügen, methodisierter Populismus. Da ist man fast versucht zu fragen, was hält Sie eigentlich in dieser Branche überhaupt? Ich liebe diesen Job. Es gibt nichts Spannenderes, als mit Menschen in Kontakt zu treten und zu gucken, ob man sie überzeugen kann oder ob man selber überzeugt wird. Und Design ist was die Welt besser macht, was sie schöner macht, nur nicht in der Politik. Gut. Das ist ein Traumjob. Danke. Okay, Herr Professor Koschorke. Also diese Unterscheidung zwischen Politik und Joghurt, die müssen Sie noch besser erklären. Aber das ist ja nicht genau unser Thema. Ich will vielleicht auch ganz kurz sagen, wie ich jetzt hier überhaupt hinkomme. Als Literaturwissenschaftler, der sich mit Erzählungen beschäftigt. Das ist natürlich, weil ich dann angefangen habe, auszuwandern aus der Literaturwissenschaft und zu schauen, wo wird sonst noch erzählt. Und es ist ja viel vom Narrativ die Rede.
Und dabei passiert mir eine etwas, dabei habe ich jetzt wiederholt eine etwas eigentümliche Erfahrung gehabt. Wenn ich als Literaturwissenschaftler Erzählungen analysiere, sind sie ja da. Ich unterscheide mich also es gibt Literatur und die produziere ich nicht, sondern die analysiere ich. Aber wenn ich jetzt ins politische Feld gehe und mich mit politischen Erzählungen befasse, dann passiert mir Folgendes, dass ich immer wieder gefragt werde, nicht wie funktionieren Erzählungen, sondern kannst du mir eine sagen? Gib mir ein Narrativ. Mir ist das zum Beispiel passiert bei einem privaten Anlass, wo ich bei einer Hochzeit gegenüber von Karl Lauterbach zu sitzen kam. Das ist der SPD-Gesundheitspolitiker mit der Fliege, Sie erinnern sich vielleicht. Und er redete über Politik und ich redete über Erzählen und plötzlich trafen wir uns in der Mitte, nämlich, und er sagte, hast du eine Europa-Erzählung? Hast du ein Europa-Narrativ? Ich lade dich sofort in die SPD-Bundestagsfraktion ein. Es wäre also meine Chance gewesen, anderswo hinzukommen und nicht hier zu bleiben. Aber das Problem war, ich hatte das nicht. Also ich konnte ihm das nicht bieten. Also das, was ihr Job ist, konnte ich ihm nicht bieten. Warum war das, das ist einige Jahre her, da war gerade die Griechenland-Krise ganz akut. Warum war das damals so geläufige Rede, dass man ein Narrativ sucht? Das hat einen ziemlich simplen Grund. Narrative ersparen Kosten. Politiker müssen solidarische Handlungen vollziehen, sie müssen Griechenland irgendwie raushauen, sie müssen finanzielle Rettungsmaßnahmen in die Wege leiten. Wenn wir eine starke Europaerzählung haben, die sagt, die Griechen gehören zu uns, wir müssen ihnen helfen, dann erspart das ihnen politische Kosten. Also zum Beispiel den Preis für diese Entscheidung abgewählt zu werden. Wenn wir ein Narrativ haben, das uns sagt, Flüchtlinge sind Menschen wie wir, die sind Teil unserer Welt und wir müssen ihnen helfen. Wenn das ein starkes Narrativ ist, dann verhilft es der CDU zu einem besseren Wahlergebnis, als sie es jetzt eingefahren hat, zum großen Teil aufgrund der Flüchtlingskrise. Gut, insofern kann man sagen, alles, was wir tun sollten, ist ein starkes Europa-Narrativ zu kreieren, wenn wir für Europa einstehen. Das Problem ist, die Bedingungen dafür sind nicht günstig. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen, die ich hier nicht auflisten kann. Es hängt mit der schwachen und unscharfen Identität Europas zusammen. Es hängt mit den Grenzverläufen zusammen, die nicht klar sind. Es hängt damit zusammen, dass es einen Mangel an gemeinsamen Gedächtnisbeständen gibt. Dass es für eine starke Erzählung, für einen Mythos, wenn Sie so wollen, an gemeinsamen Opfern gebricht. Es gibt natürlich unglaublich viel Leidenserfahrung, aber sie ist nicht auf der europäischen Ebene als europäisches Ereignis gerahmt. Es gibt auch keine Helden, es gibt keine Heldensaga und deshalb gibt es eigentlich nur ein sehr schwaches, disperses, von Ort zu Ort wanderndes und unterschiedliches europäisches Wir. Denn das ist, was starke politische Erzählungen tun, sie konturieren ein Wir, ein Wir, das sich dann formiert. Sogar die großartige Errungenschaft Europas, eine Friedensordnung nach 1945 gestiftet zu haben, blasst jetzt so langsam aus und erreicht auch die Leute nicht mehr richtig. Man sieht es an der Müdigkeit, mit der Friedensnobelpreis für die EU 2012 begründet wurde. Das war eine ganz schwache Performance, wenn Sie so wollen. Da wurde natürlich alles gesagt, was zu sagen ist, aber das hat irgendwie nicht, ist nicht übergesprungen. Das ist deshalb ein Problem, weil es im Vergleich dazu starke Narrative auf nationaler Ebene gibt. Es gibt starke nationale Identitäten und die dazugehörigen Erzählungen. Das ist keineswegs selbstverständlich, wenn wir an die Geschichte von Nationen denken, die nämlich in der Zeit, in der sie entstanden, vor demselben Problem stand, in einer etwas anderen Größenordnung, vor dem heute Europa steht. Es unterschiedliche Wirtschaftsräume, unterschiedliche Sprachen, nicht mal dieselbe Währung, keine Rechtsvereinheitlichung. Also das ist, was ich in diesem Buch Hegel und Wir ein bisschen verglichen habe. Preußen um 1800 war im Kleinen sowas wie Europa heute. Da lief nichts zusammen. Und dann gab es eine Truppe von ehrgeizigen Reformern, die gesagt haben, den Schrott von gestern müssen wir überwinden, insbesondere natürlich nach der Katastrophe Preußens in den Napoleonischen Kriegen. Katastrophen sind ja Zeiten der politischen Erneuerung.
Nationale Kommunikationsräume heute aber funktionieren stark, auch durch ihre Abgrenzung, die ist gegeben durch Staatsangehörigkeit, durch ein imaginiertes oder faktisches gemeinsames politisches Schicksal, durch die Einheit des Wahlvolkes, durch eine irgendwie doch bestehende gemeinsame Erinnerungskultur, durch so basale Sachen wie eine intern gut funktionierende Infrastruktur zur Geschichte der Nationen hat zum Beispiel das Eisenbahnwesen maßgeblich beigetragen, weil es Räume vereinheitlicht hat, Räume verknüpft hat, aber auch zum Beispiel durch Massenmedien. Also diese bis heute sind Massenmedien im Wesentlichen auf nationalen Arenen zu Hause und das führt dazu, dass es eben sozusagen ein Wir-Gefühl der Deutschen gibt. Man kennt ungefähr seine Politiker und es gibt aber irgendwie keine Verbindung zur belgischen Politik, weil das ist irgendwie ein anderes Terrain. Eine ganz wichtige Vorbedingung für einen Mythos, für ein starkes Narrativ, wie es jetzt immer eingefordert wird, ist der Krieg. Nationen definieren sich sehr stark über Kriegserfahrungen, interessanterweise mehr über Niederlagen als über Siege. Also das Trauma einer Niederlage ist für eine Nationalmythologie unter Umständen stabilisierender als irgendwie ein irgendwann mal erstrittener Sieg. Demütigung ist ein extrem starker Faktor, Sie können das vielleicht tiefenpsychologisch bestätigen, für kollektiven Zusammenhalt. Also denken Sie an Serbien und die Geschichte vom Amselfeld oder Polen, wie diese als gedemütigtes Volk und so weiter. Und Europa ist nun einmal ein weltgeschichtlich einmaliges Experiment, so etwas wie politische Einheit ohne Krieg zu erstellen, also beziehungsweise das setzt zwar einen Krieg voraus, beziehungsweise zwei Kriege, die Erfahrung zweier Kriege, aber das Einigungsprojekt ist nicht durch Gewalt vollzogen worden. Die heutige Situation ist dann eben die, dass die Welt starker Erzählungen, die nationalen Zusammengehörigkeiten gegen das Projekt einer fortschreitenden wirtschaftlichen und politischen Einigung Europas in Anschlag gebracht werden, wo dann eben so nur so die schwachen Erzählungen unterwegs sind. Und mit dieser politischen Position, also die Nation, das Nationale gegen Europa zu richten, kann man im Moment ganz gut arbeiten. Das hat eine Reihe von strategischen Vorzügen. Natürlich, die nationale Gemeinschaft wirkt erstmal vertrauter, also ist ein Vertrautheitsplus als das ferne Europa. Und dann ganz besonders wichtig, und das kann man jeden Tag erleben, Europa ist eine wunderbare Folie, um auf der nationalen Ebene nicht lösbare Probleme zu externalisieren. Und auch noch etwas anderes, nämlich Komplexität zu externalisieren. Da berühren sich unsere Überlegungen etwas. Es gibt natürlich ein Bedürfnis, sich Komplexität vom Leib zu halten. Und eine der Möglichkeiten ist, sie einer externen Instanz anzulasten und dann auch gerne in so einer gerne konspirationstheoretischen Art. Also Komplexität, wenn Sie sich auch an Filme oder sowas erinnern, so schwierige Verhältnisse werden gerne einem bösen, hinterlistigen, fernen Agenten zugeschrieben. Der ist sozusagen dann derjenige, der für die Komplexität verantwortlich ist. Ich glaube, dass viele nationale Politiken schon lange zusammengebrochen wären, wenn im europäischen Kontext, wenn es nicht diesen Mülleimer Brüssel geben würde, wo man sozusagen alles hinverlagern kann. Und das ist natürlich dann eine populistische Geste. Sehr stark, und den Begriff Populismus würde ich anders fassen als Sie, jetzt nicht im Sinn von Volkstümlichkeit oder Breitenwirksamkeit, sondern als Auflehnung des gefühlten Volkes gegen die Eliten. Und diese Konstellation, die natürlich auch im nationalen Rahmen sehr wirksam ist, die lässt sich nun ganz wunderbar gegen Europa in Anschlag bringen. Also die Rede von der bürokratischen Überfremdung durch Brüssel und so weiter. Gegen diese Rede ist offenbar, wenn die Konstellation mal so ist und wenn man mit dieser Rede eben einen Gewinn erwirtschaften kann und eine wichtige Erzählung von politischen Erzählungen ist, dass sie Belohnungen ausschütten, also sie belohnen diejenigen, die sich ihr anheimstellen und sie erwirtschaften Gewinne, symbolische Gewinne dazu. Dagegen ist offenbar auch argumentativ kein Kraut gewachsen. Ich möchte nur erinnern an eine kämpferische Schrift von Robert Menasse, der europäische Landbote, die Wut der Bürger und der Friede Europas, der eine Weile in Brüssel hospitiert hat und gesagt hat,
Also alles, was man so redet, hat er nicht erfahren können. Die EU-Bürokratie ist offen, sie ist schlank. Er bringt den Vergleich, dass die gesamte EU-Verwaltung weniger Beamte anstellt als die Stadt Wien allein. Also dieser, sie ist kostengünstig, das Budget der EU ist nur 1% des europäischen Bruttosozialprodukts und davon gehen nur läppische 6% in die Verwaltung. Das ist also ein Faktor, den wahrscheinlich eine Stadt wie Konstanz nicht schafft, also 0,006% des gesamten erwirtschafteten Produkts. Die Bürokratie ist hochqualifiziert und, wie er sagt, extrem rational, wenn man es vergleicht mit den nationalen politischen Arenen, wo eben ganz viel passiert, ganz viele Dynamiken passieren, die eigentlich sowas wie eine ordentliche Planung behindern. Vieles, was dann der EU angekreidet wird, ist in Wirklichkeit das Werk des Europäischen Rates, wo die Regierungschefs zusammensitzen und wo dann die ganzen nationalen Egoismen und die ganzen Partikularitäten und die Machtverhältnisse und eine irgendwie meuternde CSU einerseits und eine schwierige Regierungsbildung andererseits dann durchkreuzen. Überspitzt formuliert, in vielen Bereichen ist die EU den einzelnen EU-Ländern voraus. Und das gilt nun auch für die Bewusstseinslage der jeweiligen Staatsbürger, die viele Leistungen der EU nicht sehen, nicht wahrnehmen können und die auch die meisten wegen ihrer Komplexität nicht verstehen. Also Komplexität hatten wir ja. Und wenn Sie nur allein das an die europäischen Finanzprogramme denken, könnte man jetzt hier auch wahrscheinlich eine Umfrage machen, EZB, ESM, EFSM und so weiter. Was hat es damit auf sich? Das ist Expertenwissen. Erst wenn das ganze System zusammenbricht, merkt man, wovon es überall abhängt. Und das gilt jetzt nicht nur für die Verhältnisse nach der Finanzkrise 2008, sondern für all diese ganzen kleinteiligen Regulierungen, Standardisierung, Kontrollen, Normen, Rechtsangleichung, für all das Kleingedruckte, für das dann die EU regelmäßig gebasht wird. Dinge, die ein gemeinsamer Markt braucht, Produktstandards und so weiter. Und man sieht, wie kompliziert es ist, wenn man die plötzlich mühselig multilateral wieder aushandeln muss, Beispiel Brexit. Und da, wo es kein politisches Einigungsunternehmen gibt, wie im Fall der EU, da machen das dann ASEAN, Mercosur-Staaten, da machen das dann komplizierte Handelsverträge. Und es geht exakt genauso aus wie innerhalb der EU. Es wird gefeilscht, gekämpft, die Leute ziehen sich raus, andere drücken rein. Es gibt natürlich Hegemonien und so weiter. Anders formuliert, ob man das jetzt weiß oder nicht, ob man das will oder nicht, wir sind viel globaler inzwischen, aber natürlich vor allem viel europäischer, als wir uns träumen lassen, in unglaublich vielen Aspekten unseres Lebens. Nun geben wir in Zeiten geringen Institutionenvertrauens und das trifft nun vor allem die Funktionseliten. Je weiter sie weg sind, desto mehr sind sie geeignete Objekte für Misstrauen oder auch einfach für diese ganzen Zuschreibungen, also letztlich für paranoide Fantasien. Nun geht es aber ohne Funktionseliten in komplexen Gesellschaften nicht und schon gar nicht in Gesellschaften in Zeiten der Globalisierung. Es gibt also eine sehr paradoxe Gemengelage. Man braucht diese Eliten, man misstraut ihnen, verachtet sie oder hasst sie sogar, also ein Double Bind, wenn Sie so wollen. Sozialpsychologen sprechen in solchen Fällen von feindseliger Abhängigkeit oder mit einem Ausdruck von Richard Sennett von Ablehnungsbindung. Also das Verhältnis zu den Eliten ist eines der Ablehnungsbindung. Was kann man jetzt da tun? Das hat natürlich viel mit Rationalität zu tun und es hat etwas damit zu tun, dass Demokratie ja auch einen Mechanismus einbaut, um sich zu schützen vor der geringen Rationalität von Wahlentscheidungen. Der Mechanismus ist Expertentum, zum Beispiel Beamte, die nicht gewählt werden, sondern die aufgrund einer bestimmten Form von professioneller Qualifikation eingesetzt werden. Ich denke, eine wichtige Sache ist die Stärkung einer gesamteuropäischen Öffentlichkeit. Wir haben diese gesamteuropäische Öffentlichkeit noch nicht. Wir haben immer noch Inland und Ausland. Das heißt, es sind verschiedene Seiten in den Zeitungen und verschiedene Abschnitte in den Nachrichten. Um sich europäisch zu fühlen, muss es dafür Medien geben. Es muss also eine Öffentlichkeit gestiftet werden. Und ich denke, ein anderer Punkt, und da berühren wir uns jetzt wieder, ist, dass man vielleicht auf so etwas wie europäisches Lebensgefühl verstärkt achtet, denn das existiert ja. Ich glaube, das existiert und es ist vergleichsweise stark und es wird einem stärker bewusst, wenn man Europa verlässt,
Und es wird einem aber auch bewusst, wenn man in andere europäische Länder fährt und dann das Gefühl hat, irgendwas Gemeinsames gibt es, aber man kann es nicht benennen und vor allem, es gibt kein Narrativ dafür. Für dieses europäische Lebensgefühl sind jetzt möglicherweise auch die Bedingungen wieder günstiger geworden, weil man sieht, was außerhalb Europas alles so passiert. Also es sammelt sich gerade wieder. Das Hauptproblem, das sich dabei stellt, und damit komme ich zum Schluss, ist Demokratie in der uns bekannten Form, wir sind ja hier gehalten, sowohl über Europa als auch über Demokratie zu sprechen, von der nationalen auf eine supranationale Ebene so übertragbar? Wie geht das? Wie geht dieser Prozess? Und vor allem, welche Lernprozesse setzt das voraus? Und noch einen Schenker möchte ich gerne machen. In den klassischen Demokratiekonzepten gibt es durchaus die Idee, dass der Staatsbürger auch Gegenstand von Bildung, von Heranbildung ist. Also es ist nicht einfach so, dass sie sozusagen die Bürger sozusagen diejenigen sind, die durch ihr Urteil Daumen hoch oder Daumen runter, durch ihr Like sozusagen das politische System ständig neu konfigurieren, sondern es ist so, dass er eigentlich lernen muss, Staatsbürger zu werden. Es gibt das Volk, wie es rumläuft, und es gibt das Staatsvolk, und zwischen den beiden muss noch einiges passieren. Wie würde also jetzt so etwas wie Lernprozess aussehen, Volksbildung, wenn Sie es altmodisch ausdrücken wollen, in Zeiten einer Verdächtigung der Eliten und von der Verdächtigung von Professionalität und Autorität. Das ist, glaube ich, das demokratietheoretische Problem, das wir gerade haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Koschorke. Ich darf schon mal eine Verbindung festhalten. Sowohl der Designer als auch der Literaturwissenschaftler beschäftigt sich mit Geschichten, die über Politik erzählt werden. Wahrhaftige Geschichten, manipulative Geschichten. Ich denke, da können wir gleich ansetzen. Vielleicht kann Herr Professor Rädeker ja gleich noch etwas nachschießen. Ich würde ihn nämlich gerne gleich anknüpfend an das, was Sie gerade sagten, fragen. Also die Geschichte, die über Politik erzählt wird, mit der Sie sich befassen, das sind ja die Geschichten, die über Parteien erzählt werden. Das hat es aber schon immer gegeben. Also ich erinnere mich an, hier persönlich nicht, da war ich noch nicht auf der Welt, aber keine Experimente, das ist legendär, der Wahlslogan von Konrad Adenauer. Wir wissen alle noch zu Rudolf Scharpings Zeit, 90er Jahre, die Troika, die da etwas sehr pathetisch entlang wandelt, Schröder und Lafontaine noch dabei. Das hat unserer Demokratie nach allem, was wir jetzt nach menschlichem Ermessen sagen können, bislang nicht geschadet. Fühlen Sie da nicht ein Scheingefecht? Sehen Sie da nicht Probleme, die eigentlich ganz woanders verlagert sind? Also Kommunikation in dem Bereich ist natürlich immer ein Stück weit ein Scheingeflecht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Frage ist, was will ich damit erreichen, wenn ich Botschaften falsch darstelle, wenn ich sie populistisch darstelle, wenn ich sie verfremde, wenn ich vermeintlich die Sprache des Volkes spreche. Keine Experimente ist kein solcher Spruch. Der sagt, da geht es so weiter, wie wir angefangen haben, zieht mit, wählt Schmidt oder entsprechende Faktoren sind auch Aussagen, mit denen kann ich ganz konkret was anfangen. Schwieriger wird es, wenn Aussagen dazu kommen wie Make America Great Again. Das ist eine Thematik, die wirklich ganz tief in der Volksseele bohrt, die benachteiligten Minderheiten und die vermeintlich schweigende Mehrheit auffordert, dagegen was zu tun. Und wenn das dann mit entsprechendem Brimborium dargestellt wird und das zum Mittel der Politik wird, dann sind solche Botschaften ein Stück weit schwieriger oder zumindest zu diskutieren. Ich denke, wir müssen schon gucken, wo eine ehrliche Auseinandersetzung stattfindet. Und die meisten dieser Wahrheiten in der Politik sind in meiner Wahrnehmung eben nicht so einfach wie Werbeslogans. Sie sind viel, viel komplexer. Sie bedürfen einer Diskussion, sie bedürfen einer dezidierten Auseinandersetzung damit. Und ich fürchte, dass das mit den Methoden, wie wir Wahlkampf momentan betreiben, im Übrigen ganz, ganz stark beeinflusst durch den amerikanischen Wahlkampf der letzten Jahre, wo ja mit Milliardensummen im Vergleich zu dem haben die deutschen Parteien 3 bis 6 Nullen weniger zur Verfügung für ihre Botschaften gespielt wird und wo diese ganz plakativen Effekte extrem im Vordergrund stellen. Ich denke, kaum jemand wird auf Wahlparteitagen, Nominierungsparteitagen tatsächlich über Inhalte reden. Es geht um die Inszenierung, es geht um die Show und es geht über den stärkeren Claim. Und diese Claims können für mich niemals eine Antwort im politischen Diskurs sein. Deswegen habe ich auch nichts dagegen, wenn Designer gutes Design machen, wenn Werber gute Texte machen. Aber wir sollten für uns das Gefühl behalten, dass wir permanent, wenn wir verkürzte Aussagen haben, manipuliert werden.
Wenn Sie einen Politiker etwas fragen, dann wird er in der Regel in der 10-Sekunden-Taktung antworten, mit der er vielleicht in die Tagesschau kommt, aber wird kein längeres Statement abgeben. Und in den 10 Sekunden können Sie die Rentenproblematik oder das Thema, ist Europa der richtige Mülleimer für unsere unangenehmen Ressentiments der Politik gegenüber, absolut nicht beantworten. Und davon möchte ich einfach ein Stück weit warnen. Mhm. Wir können das Positive an der Kommunikation positiv einsetzen. Dort, wo es verkürzt wird, wird es in Themen, die unser Leben betreffen, unsere Lebensqualität, die bis hin zum Krieg gehen können, wenn man das entsprechend verkürzt darstellt, nicht lösen. Herr Kofferke, wenn ich jetzt mal das zusammenfassen darf, also Herr Redeker vertritt die These, dass es zwar schon immer Erzählungen nicht nur über Politik, sondern auch über Parteien gegeben hat, dass sie aber früher, widersprechen Sie mir, wenn ich sie jetzt falsch wiedergebe, ehrlicher waren, authentischer, auch inhaltsreicher und dass sie gegenwärtig zusehends manipulativer werden und die Lösung besteht darin, dass man diese Erzählungen über Politik verbietet. Würden Sie dem zustimmen? Das war eine nette Zuspitzung. Also erstens misstraue ich allen Geschichten, die erzählen, wie es früher war und wie es heute ist. Denn diese Geschichten werden immer erzählt und werden immer so erzählt. Also das könnte man O-Ton auch jetzt schon im 19. Jahrhundert finden. Und das ist in der Regel die Rede der Gebildeten, es ist die Rede der Privilegierten, die sagen, dass das Volk ist eigentlich noch nicht reif für die Demokratie und das Volk lässt sich verführen von Parolen. Natürlich ist es, taucht dann in Zeiten der Massenpsychologie ständig auf. Die lassen sich von allen möglichen Inszenierungen und sonst was verführen. Und ich möchte schon sagen, dass wir Zeiten größerer politischer Irrationalität historisch hinter uns haben, als sogar das, was wir derzeit erleben. Und dann war die Schlussfolgerung daraus ist, entweder so ein Honoratiorengestus, zu sagen, Leute, das ist zu schwierig für euch, überlasst das mal mir. Das ist ja ein Gestus, der im Prinzip nach wie vor in die Politik eingebaut ist. Wir wissen alle, dass da Verhandlungen geführt werden über Dinge, von denen wir einfach nichts verstehen. Das muss man, diesen Kredit muss man, wenn man überhaupt der Politik einen Kredit gibt, muss man ihr geben. Und man muss vielleicht auch ihr den Kredit geben, dass all die verschiedenen Windungen und schwierigen und Ausweichformulierungen natürlich auch sozusagen der Sache geschuldet sind, dass diese Menschen Kompromisse schließen müssen und dass sie das nicht frontal angehen können, wenn sie politisch erfolgreich sein wollen. In gewisser Weise auch, dass sie lügen, weil wir das wollen. Weil wir angelogen werden wollen. Also das hat keinen Sinn, dafür die Politiker verantwortlich zu machen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich, also man kann natürlich jetzt auch ein bisschen rein prozedural fragen, also wo hört die Information auf und beginnt die Manipulation, welches Gremium soll das eigentlich sein und was soll jetzt, und wie würde das politisch wirken, wenn es jetzt ein Gremium gäbe, das zum Beispiel der, jetzt sagen wir mal, extremen Parteien oder im konkreten Fall, sagen wir mal, der AfD mehr oder weniger sämtliche Verlautbarungen verbieten würde oder mal kurz gesagt, der amerikanische Präsident dürfte sich dann nicht mehr zu Wort melden, also sein Twitter-Kanal würde dann dauerhaft stillgestellt und nicht nur durch diese eine Sabotageaktion für irgendwie 17 Sekunden oder so. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht, weil dann würde nämlich genau das Bild verstärkt von einem technokratischen Elite, die es irgendwie schafft, irgendwie die sich sozusagen die Schiedsrichterlichkeit da in solchen Fragen aneignet. Man muss, diese Parolen sind natürlich in der Regel nichtssagend, aber sie appellieren und sie versuchen ungefähr etwas zu treffen in den Wählern und das tun sie mit mehr oder weniger großem Genie. Und ich muss sagen, leider, Make America Great Again, was ja im Übrigen ein Recycling war, also das hat ja schon Reagan gesagt und Reagan hat das auch schon aus früheren Zeiten, ist sozusagen ein perfektes Vier-Wort-Narrativ. Das Spiel spiele ich gerne mit Studenten. Dann kann man ja die sämtliche Positionen auswechseln. Also erstmal ist dieser Satz unvollständig möglicherweise. We make America great again. Let's make America. Das ändert schon einiges. Aber was passiert zum Beispiel, wenn man America auswechselt? Wenn man sagt, make Europe great again? Könnte man mal fragen, wer ist dafür? Make Germany great again? Würde das jetzt so zünden?
nicht so wirklich. Und dann ist natürlich die Pointe, die narrative Pointe ist das Again, weil da wird im Prinzip ja, wird ja dann eine zeitliche Sequenz, das ist ja das, was Erzählungen tun. Also es muss eine Zeit gegeben haben früher, da waren die Politiker ehrlicher und das Volk war klüger und dahin müssen wir jetzt, oder was auch immer es war. Ich würde aber allgemein, so sehr ich Ihnen glaube, dass Werbung ein lügenhaftes Geschäft ist, wenn Sie das sagen, kann man das ja schwer anzweifeln, würde ich denken, es ist, glaube ich, ein sinnloses Unterfangen, Menschen schlechte Gründe für ihre politischen Entscheidungen, auch für ihre Wahlentscheidungen zu unterstellen. Ich glaube, es funktioniert besser, wenn man ihnen starke Gründe unterstellt. Nicht unbedingt richtige Gründe, aber starke Gründe. Und es gibt offenbar sehr viele Menschen, die sich von dem Spruch Make America Great Again ermächtigt fühlen, die das Gefühl haben, da ist jemand, der spricht endlich mal wieder zu mir. Und diesen Faktor muss man einbeziehen. Das ist ein Lernprozess, den die Liberalen, jetzt die Demokratische Partei oder so, gerade auch erst beginnt. Eine Weile hat man gedacht, das ist die Rede der Abgehängten und so weiter. Jetzt merkt man, ja, vielleicht gibt es Ausschlüsse, die wir nicht sehen. Vielleicht gibt es Verbitterungen, die wir nicht zur Kenntnis genommen haben. Benachteiligungen und so weiter. Und dann, also sozusagen von der starken Seite her genommen, diese politischen Bekundungen oder so, führen dann, glaube ich, zu einer reelleren Politik, als wenn man sagt, das ist gefährlich, das ist dumm und wir sollten das lieber verbieten als erlauben. Vielleicht ganz kurz ein kleines Korrektiv in eigener Sache. Die Aussage, früher war alles besser, möchte ich mir nur sehr, sehr ungern anziehen, sowohl persönlich wie auch in einer Branche, die sich natürlich auf die Fahnen schreibt, möglichst innovativ unterwegs zu sein. Und das Thema Lügen in der Werbung kann man sehr schön mit dem Wort von David Ogilvy begegnen, einem der größten Werber unserer Zeit. Der hat gesagt, Werbung ist truth well told. Da ist es in drei Worten schön ausgedrückt zu sagen, das ist so ein bisschen Entertainment in die Wahrheit mit reingemischt. Das kann manchmal zu Unwahrheiten führen, muss es aber nicht. Gefährlicher finde ich dagegen, wenn solche Truth Well Told mit einer Vereinfachung einhergeht. Und diese Irrationalitäten im Politikbetrieb, die haben wir in der Tat in diesem Land schon in viel, viel stärkerer Form hinter uns. Aber genau das wurde begleitet von einer, das muss man leider sagen, aus professioneller Sicht hochgradig hervorragenden visuellen Unterstützung, verbalen Unterstützung. Josef Goebbels war wahrscheinlich der beste Marketier, den es überhaupt gegeben hat aus diesem Land. Das, was die Nazis im Corporate Design gemacht haben. Paul Rand, amerikanischer Designer, hat gesagt, ein gutes Logo muss man mit dem großen Zeh in den Sand zeichnen können. Das können Sie mit dem Hakenkreuz auch seitenverkehrt machen, das erkennt man immer noch. Also ich möchte dem überhaupt nicht das Wort reden, ich möchte im Gegenteil die Gefährlichkeit davon aufzeigen. Die Farbe Braun wird bis heute von fast niemandem verwendet, weil man sie so stark kommuniziert hat, weil man sie mit einfachen Botschaften verbunden hat und weil man diese in diesem Fall nun wirklich Lügenpolitik und Vernichtungspolitik garniert hat, mit einem Handwerkszeug meiner Branche, was ganz hervorragend funktioniert hat. Und da sehe ich die Gefahr da drin, auch heute, wenn wir in einem medialen Umfeld, was ganz anders als damals, zu diesem Thema nationalsozialistisches Corporate Design, übrigens ein sehr gutes Buch von Andreas Koop, NSCD, wo das aus professioneller Sicht analysiert wird, was haben die damals kommunikativ so wahnsinnig und so fürchterlich erfolgreich gemacht. Wenn man darauf heute Dinge überträgt, dann stellen wir fest, wir haben eine ganz andere Wahrnehmung. Damals, als Goebbels geredet hat, hat ihm jeder zugehört. Im Volksempfänger gab es nur ein Programm und da lief das dann entsprechend. In unseren Volksempfängern heute haben wir 1024 Sender. Wer die überhaupt noch anguckt, das Publikum hier bewegt sich ohnehin im Internet und da sind die Sender oder die Blogs Legion, in denen diese Botschaften dastehen. Und der Effekt ist wieder der gleiche. Die Politik versucht, ihre Botschaften so zu verkürzen, dass sie möglichst viele Shares dieser Informationsmenge auf sich vereinen kann. Und da gilt jetzt wieder dieses Thema der Heuristiken. Je öfter ich etwas höre, je öfter ich das Gleiche höre, desto eher glaube ich das. Und diese Verbindung finde ich gefährlich. Ich bin nicht der Ansicht, Wahlwerbung komplett zu verbieten, sondern ich bin der Ansicht, dass man für werbliche Kommunikation, die staatlich unterstützt wird, was im Fall der Wahlwerbung geboten ist, da wird nicht dafür bezahlt, da werden Flächen zur Verfügung gestellt, dass man hier versucht, ein Regulativ einzuführen, in dem sachliche Antwort auf sachliche Fragen gegeben wird und eben nicht in gefährlicher Form verkürzt wird. Ich möchte auch nicht die heutige Politik mit dem Nationalsozialismus vergleichen, da ist nichts vergleichbar, aber die Methodik, die angewandt wird, um kommunikativ politische Kurzaussagen zu unterstützen, ist eine, die Verkürzung, Vereinfachung, Simplifizierung heißt und das halte ich für gefährlich. Da möchte ich gerne gleich anschließen.
Vorher aber nochmal Frau Tröger fragen. Wollen wir es nochmal versuchen? Ein Versuch. Und wenn nicht, dann lassen wir es für heute. Also, jetzt haben Sie ja noch mehr Argumente dafür und dagegen. Sollte Wahlwerbung verboten werden, ja oder nein? Oder ich weiß nicht, was immer die einfachste, aber auch langweiligste Antwort ist. Und wie gesagt, nicht den grünen Bestätigungsknopf vergessen. Schauen wir mal, ob sich da was tut. Hier unten sehe ich immerhin schon mal eine Zahl. Jawohl. Na, immerhin. Das ist der Anfang einer schönen Diskussion, die wir heute Abend führen können. Schön, dass so viele so mutig abgestimmt haben. Ja, interessant. Ich würde gerne nochmal daran anknüpfen, was Sie eben gerade sagten. Diese vielen Kanäle, über die man sich heute informiert und über die Informationen transportiert werden können, das ist ja auffällig. Es ist ja nicht lange her, wenige Jahre, da wurde uns das goldene Zeitalter der Demokratie verheißen. Es waren Internetaktivisten, darunter Sascha Lobo und Stefan Niggemeier, die hatten sogar ein sogenanntes Internetmanifest veröffentlicht, in dem standen so schöne Sätze drin wie: Das Internet ist der Sieg der Information, das Internet verbessert den Journalismus, das Internet ist der neue Ort für den politischen Diskurs. Und es gibt mehr ist mehr, es gibt kein zu viel an Information, denn mehr Informationen führen auch zu mehr Freiheit. Und jetzt diskutieren wir hier darüber, dass wir möglicherweise zu viele Erzählungen über Politik haben und damit Informationsformen. Erleben wir da ein Overkill, jetzt brauche ich selbst schon solche Anglizismen, aber jedenfalls ein zu viel an Informationskanälen, an Informationen und an Geschichten, kann man das sagen? Oder Herr Koforke? Ja, das ist eine ein bisschen schwierige Frage. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, was wirklich neu ist in der Wahlwerbung, wenn ich das richtig beobachte, und was mir tatsächlich auch gefährlich erscheint, das sind Big Data gestützte Analysen, die dann ja einen Zugriff haben. Aber dann geht es gar nicht mehr um Tiefenpsychologie oder Massenpsychologie, sondern geht es tatsächlich darum, einzelne Profile herauszuschauen. Und so. Da finde ich, da sollten gesetzliche Barrieren errichtet werden, dass man nicht sozusagen Individuen sogar so genau kartieren kann, dass man weiß, wie man sie anfüttert. Da glaube ich, da ist eine Grenze absolut überschritten, denn Öffentlichkeit und demokratische Repräsentativität lebt auch davon, dass es ein begrenztes Wissen vom jeweils anderen gibt, dass man eben den Wähler nicht kennt. Das führt mich jetzt gleich zu der anderen Sache. Ich finde, begrenztes Wissen ist immer da und deshalb sind Vereinfachungen funktional unentbehrlich. Wie soll es auch anders gehen? Ich finde auch, Vereinfachung per se ist jetzt nichts Schlechtes und nichts Anrüchiges, denn wenn wir nicht vereinfachen würden, dann würden wir überhaupt nicht Lernprozesse angehen. Wir würden uns auch in der Welt nicht zurechtfinden. Insofern ist Vereinfachung, das ist das, was wir tun, auch wenn wir erzählen beispielsweise. Erzählungen sind in der Regel Vereinfachung, gemessen an der Summe von Informationen. Es gibt natürlich dann irgendwann Probleme, welche Art sie sind. Ich glaube, die liegen nicht in der Vereinfachung als solcher. Und jetzt, um zu dem Internet, zu den sozialen Medien oder so zu kommen, das Problem ist da, dass wir vielleicht irgendwie ein Mittelding finden müssen zwischen Goebbels und dem Volksempfänger, den alle hören müssen, einerseits und andererseits einer Welt, in der sich diese Öffentlichkeiten die Öffentlichkeit eigentlich zersetzt in Communities. Und Communities sind keine Öffentlichkeit. Das sind sich selbst verstärkende Systeme, die dann auch noch durch bestimmte Formen des Likings und des Weiterreichens und so weiter dann verstärkt werden. Und diese Effekte sind ja messbar und auch erkennbar, dass sie dann dazu führen, dass eigentlich so Gruppenparzellen entstehen. Die Idee von repräsentativer Öffentlichkeit war ja eine, die sagte, wir führen das zusammen und wir führen das in eine Arena, wo man auch darüber streiten kann, wo also diese Welt nicht komplett auseinanderfallen. Das erleben wir gerade und das ist natürlich das große Paradox der digitalen Revolution, dass sie soziale
Trennungen verstärkt hat. Ganz im Gegensatz zu den Utopien, die man damit mal verbunden hat. Also dass man jetzt sieht, dass die Informationsflüsse sich voneinander trennen, sozusagen Regelkreise werden, die sich selbst verstärken. Und das geht ja bis hinein, also in den USA ist es weiter fortgeschritten als hier, bis hinein zu dem Punkt, dass man eigentlich die andere Seite, mit der anderen Seite kein weder körperlich noch lebensweltlich noch sonst irgendeinen Kontakt hat. Man kennt die nicht mehr. Und das führt natürlich dann zu diesen Formen, dass die anderen eigentlich nur die crazy, the crazy others oder the repugnant others, die abstoßenden anderen sind, ohne die man, und dieser Prozess scheint fortzuschreiten, er ist jetzt einerseits durch die Medienlandschaft wird er befördert, aber offenbar auch durch soziale Segregation. Das ist im Prinzip, was sich auf dem Boden abspielt, die Trennung von Wohnvierteln, die auch nach Einkommensklassen, gated communities oder so, ist ja das, was sich sozusagen in der sozialen Realität abbildet, was sich dann im Internet nochmal wiederholt. Das Spannende, was man vielleicht noch ergänzen muss zu der Frage, ist, dass wir mit der Vereinfachung des Informationszugangs, die Sascha Lobo und andere zu Beginn dieses Informationszeitalters, des digitalen Zeitalters, als was ganz Hervorragendes wahrgenommen haben, auch eine merkliche Veränderung hin zu dem Bewusstsein, von wem werde ich wie informiert, beobachten müssen. Das heißt, ich habe früher einen Artikel gelesen, da stand ein Name darunter, eine Information, ein Politiker hat eine Rede gehalten und ich konnte direkt identifizieren, der sagt das finde ich sympathisch, das überzeugt mich nicht. Ich habe heute im Internet über vielfältigste Möglichkeiten die Option, Dinge viel, viel schneller zu finden. Ob die mich interessieren oder nicht, weiß inzwischen ein Algorithmus sehr viel besser als ich. Ich arbeite mit meiner Agentur an künstlicher Intelligenz im Automobilbereich. Da geht es darum, Service darzustellen. Wenn der Tank leer ist, wird schon mal die nächste Tankstelle informiert, halt die Dieselzapfsäule frei im vereinfachten Sinne. Wir machen uns da gar keine Gedanken mehr drüber, aber diese Formate sind viel, viel weiter, als wir eigentlich wahrnehmen. Wenn ich heute eine Information über diese vielen, vielen Kanäle definiere, und davor haben die Journalisten Angst, dann kommt sie nicht mehr vom Südkurier, sondern sie kommt von Google. Und ob Sie die ursprünglich mal geschrieben haben, Herr Brugger, oder nicht, das wird überhaupt nicht mehr in die Bewertung des Ganzen hineingenommen. Noch viel schlimmer, ob ich diese Information finde oder nicht, entscheidet auch Google oder ein anderer Algorithmus, dem ich im Übrigen viel, viel mehr Wissen über mich persönlich anvertraue, als ich das einem Politiker jemals tun würde. Manche der älteren Semester unter uns haben mal gegen die Volkszählung demonstriert. Ich habe die Zettel damals auch zerrissen und gesagt, wie? Die wollen mein Geburtsdatum und mein Geschlecht, da können Sie am Reisepass nachlesen, aber mehr gebe ich denen nicht. Heute sitze ich selbstverständlich im Stadtverkehr und sage, Kindlebild Stau, Google, kann ich mal gucken, ob das irgendwie über den Bodanrück schneller geht, jetzt dann nach Konstanz rein, ich habe da eine Veranstaltung. Und ich gebe in diesem Moment Google Informationen über mich in einer Detailtiefe, in einer Persönlichkeitstiefe, die mir gar nicht bewusst wird, weil ich den Service wahrnehme. Das Big Brother-Thema ist längst außen vor. Wir haben eine Information, die uns ja Services bietet, die wir dankbar annehmen und wir geben in diesem Bereich Details über uns preis, die weit über das rausgehen, was wir von der Politik fordern. Und da sehe ich die Gefahr da drin, in dem Bewusstsein und dem Bewusstwerden, vielleicht ist es richtig, Wahlwerbung nicht zu verbieten, aber dazu zu sagen, wie so ein kleiner Warnhinweis, Rauchen ist tödlich, Sie werden gerade manipuliert. Ja? Also eine Thematik zu sagen, diese Information hat ein Ziel, sie hat ein Format, in dem etwas verändert wird und diese Veränderung muss nicht notwendigerweise die Wahrheit sein. Wir kommen ja aus einer Systematik, früher war alles besser, dass Dr. Best im Fernsehen einen weißen Kittel anhatte und sagte, ich empfehle meinen Patienten diese Zahnpasta und dann haben wir sie alle gekauft, weil ein Arzt im Fernsehen das gesagt hat. Diese Information war wahr, weil sie öffentlich verbreitet wurde. Die Menschen konnten zwischen Werbung und anderer Information gar nicht unterscheiden. Heute wollen wir von Werbung unterhalten werden, weil wir wissen, es ist nicht die Wahrheit. Das, was wir in sozialen Medien finden, ist eine selektierte Wahrheit, die allein vielleicht schon durch das Selektionsformat uns unterbewusst manipuliert. Und dafür mehr Bewusstsein zu schaffen, nicht in dieser Zielgruppe hier, akademisches Publikum, sondern in den Zielgruppen, die diese Medien noch viel intensiver nutzen als wir, das ist für mich schon ein Postulat an die Politik. Ist es denn nicht aber auch eigenartig? Also Sie haben vorhin diese Gleichförmigkeit der Werbung beschrieben und auch abgefragt und etwa gleiche Ergebnisse bekommen. Wir haben eine Situation durch diesen digitalen Wandel, in dem der Volkswille so unverfälscht zum Ausdruck kommt wie nie zuvor. Es wird hemmungslos gegen die Bundeskanzlerin gepöbelt, es werden Abstimmungen tagtäglich durchgeführt und die Meinung wird also direkt kommuniziert. Und auf der anderen Seite haben wir eine politische Elite, die
sich so sehr um konkrete Aussagen drückt wie nie zuvor, die ständig auf der Hut ist, irgendeinen Satz zu formulieren, den man eventuell missverstehen könnte, wenn eine SPD-Fraktionsvorsitzende einen kleinen Scherz macht, in dem das Wort Fresse vorkommt, dann gibt es ein Riesengeschrei und sie wird das nie wieder tun. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Haben wir da diese Situation, dass die Angst vor dem Shitstorm, so nennen wir das ja mittlerweile, politische Debatte lähmt und dazu führt, dass sie eigentlich gar nicht mehr stattfindet? Oder wie muss man das deuten, diese Zweiteilung in diesem Bereich? Herr Kuforke vielleicht? Ja, natürlich. Also Politiker sind in einer irgendwie auch undankbaren Lage. Also nehmen wir die Brexit-Entscheidung. Brexit-Entscheidung war eine, die war auch irgendwie eine Revolte gegen eine bestimmte Art von Politik und war auch eine Revolte gegen Experten. Die Brexiteers haben ja gesagt, uns reicht es mit den Experten. Und jetzt müssen diejenigen, gegen die das Ganze gerichtet war, müssen das Ganze implementieren. Das ist, also unter anderem auch die Experten, die Juristen, die Bürokraten oder so, gegen die dieses Aufbegehren, wir wollen von denen nicht mehr regiert werden, gerichtet war. Als Politiker würde ich dann manchmal denken, das Wahlvolk ist verrückt. Was geben die mir hier für einen Auftrag? Wie soll jetzt die CSU mit den Grünen und der FDP zusammen eine Regierung bilden? Das ist doch absurd. Und natürlich wird man sich dann in gewisser Weise auch zurückziehen und sagen, also wenn die uns so verrückte Aufgaben geben, dann müssen wir uns auch ein bisschen rausziehen und wir müssen sehen, dass wir unser Spiel auch noch spielen, damit überhaupt noch was passiert. Das ist ja nicht nur sich vor dem Bäcker verstecken, sondern es ist ja auch, man kann ja davon ausgehen, dass es ein gewisses redliches Bemühen gibt, noch eine funktionsfähige Regierung in dieses Ganze zu kriegen. Und dazu ist das Wahlergebnis nicht besonders gut geeignet. So, was jetzt die Zersplitterung der Medienwelt angeht, das Volk, was heißt das Volk spricht? Also da kommen wir zu einem Grundparadox der Demokratietheorien. Es gab immer zwei Begriffe von Volk. Es gab immer das Volk mit dem die Plebs und es gab den Populus. Es gab das Volk, wie das so rumrennt und die wollen irgendwas und Grünjustiz und Spiegel und was auch immer. Und es gibt dann das Staatsvolk. Das Staatsvolk, von dem alle Gewalt in Demokratien ausgeht. Und immer ging es darum, das Verhältnis zwischen diesen beiden irgendwie zu regulieren. Und im Moment ist das Verhältnis dereguliert, das muss man sagen. Und unter anderem durch bestimmte Ermächtigungskanäle, die jetzt eben verstärkt auch benutzt werden. Und da zeigt das Internet seine dunkle Seite und in gewisser Weise auch die dunkle Seite seiner Herkunftsgeschichte. Das ist nämlich eigentlich schon angefangen, also es hat als militärische, aber die sozialen Medien haben angefangen de facto als Mobbingportale. Oder jedenfalls ist es eine wichtige Funktion. Also das Liken und das Mobben sind ja sozusagen zwei Seiten einer Sache. Und wenn man die Urgeschichte von Facebook anguckt, dann war das so ein Jungsportal, um zu schauen, welche Mädchen sind heiß und wie sind die Mädchen so. Und ich meine, kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Also andere Menschen zu liken oder eben zu disliken. Das kommt jetzt vollkommen zum Ausdruck und da kommen Dynamiken, Ermächtigungen werden möglich von Menschen, die sich bis jetzt um ihre Stimme gebracht fühlten. Das ist sicher ein Effekt, aber das ist nicht, was heißt das, ist das Volk? Das ist eben das Volk in einer bestimmten Form, in der man damit in gewisser Weise keine repräsentative Demokratie machen kann. Es war immer das Repräsentative, das dazwischen geschaltet wurde. Und Repräsentativität heißt, es gibt eine öffentliche Arena, die ist sozusagen kuratiert von professionellen Sachwaltern, das sind zum Beispiel Journalisten und eben auch Politiker. Und was wir erleben ist, dass es bestimmte Bereiche von Funktionseliten geben, die jetzt gerade unter einem extremen Entprofessionalisierungsdruck stehen. Also Journalismus ist ein Beispiel davon. Und was machen wir in einer Welt, in der es sozusagen keinen kontrollierten Journalismus mehr gibt, der dann ja auch geregelt ist durch, also da kann man ja auch nicht mehr alles schreiben, also als Journalist in bestimmten Medien kann man nicht einfach alles schreiben. Das kann man natürlich als Blogger tun und auf diese Weise Breitenwirkung erreichen. Gleichwohl mag es ja auch eine Möglichkeit sein, Politik als Berufsstand ein Stück weit anders zu definieren. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement gesagt, Herr Kuforke, Europa ist so ein angenehmer Mülleimer für unsere nationalen Komplikationen, die verschieben wir auf Europa, die sind dann schuld.
Das ist ja ein Thema, was wir in der politischen, aber auch in der kriegerischen Auseinandersetzung schon immer gehabt haben, dass irgendjemand anders schuld ist. Jeder Stoß ein Franzose, jeder Schuss ein Russ ist eine willfährige Lösung für Probleme, die man innenpolitisch vielleicht nicht nutzen konnte. Kriege anzuzetteln ist ein Mittel der Politik schon immer gewesen. Und wir können ja eigentlich froh sein in Ihrem Narrativ, dass es eine europäische Gemeinschaft gibt, die diesen Krieg uns doch ein paar Jahrzehnte hier vom Boden gehalten hat. Und vielleicht gehört es auch zu den, ich sag mal, ganz ehrbaren Aufgaben dieser hochintelligenten und hochfähigen Expertenkaste, auch der Politiker, mit Anstand Mülleimer zu spielen. Jeder hat in seinem Job Dinge, die er gerne macht und die er weniger gerne macht. Es gibt bei uns allen Schattenzeiten, wo wir sagen, das gehört eben auch dazu. Bei Kreativen weiß ich, ist das Thema Rechnungsstellen. Das mögen wir alle gar nicht. Oder sobald es in Excel-Tabellen übergeht, ist unser Job die Hölle. Andere Leute lieben Excel-Tabellen und sagen, sobald ich eine Idee für eine Geburtstagsfeier entwickeln muss, ganz schrecklich für mich, aber es gehört zu meinem Job als Sekretärin oder als Buchhalter. Wenn ich mir jetzt den Politiker modernen Typs vorstelle, es gibt sehr schöne Anleitungen, was muss ich beherzigen, wenn ich Politiker werden möchte? Auf Top 3 dieser Liste steht Dickhäutigkeit. Das ist dieses Mobbing-Thema, das ist dieser ausgeuferte Volkswille in Anführungszeichen, der sich da darstellt. Man hat aber auch eine andere Droge, die heißt Macht, mit der ich bezahlt werde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist, zu sagen, wir können doch froh sein, dass wir ein paar Politiker in Brüssel haben, die mit einem milden Lächeln abends bei einem guten Wein darüber sich austauschen, wofür sie heute schon wieder schuld gewesen sind. Und das kann ja eine ganz wunderbare Funktion der EU sein, den nationalen Politiken da so ein paar Sorgen vom Brot zu nehmen und dafür ein paar Milliarden anderswo sinnvoll ausgeben zu können. Politik muss nicht immer erklärbar sein. Wenn wir jemanden haben, der per se zu 5% seiner Zeit schuld ist für Dinge, für die er gar nicht schuld ist, ich glaube, damit kann er leben und damit könnten wir Europa auch endlich mal eine positive Funktion zubilligen, neben all dem, was positiv schon da ist. Diese Steilvorlage möchte ich gerne aufgreifen, um jetzt auf Europa sprechen zu kommen. Wir haben eine zweite Frage, zu der wir gerne Ihre Antworten hören möchten. Diese Frage lautet, wie sehen Sie sich selbst als Bewohnerin oder Bewohner Ihres Ortes, Ihrer Region, Ihres Landes oder Europas? Es versteht sich von selbst, dass Sie sich von allem irgendwie sehen. Aber natürlich, welcher Begriff steht bei Ihnen im Vordergrund, wenn Sie sich vorstellen, Sie wären in den USA, müssten einem Amerikaner erklären, wo kommen Sie her? Sagen Sie, ich komme aus Konstanz, sagen Sie, ich komme aus der Bodenseeregion, sagen Sie, ich komme aus Deutschland oder aus Europa. Bitte treffen Sie mal eine Entscheidung. Ach, da steht sie ja schon. Deutschland vor Bodenseeregion. Nein, Europa. Europa vor der Region. Der Ort als letztes, Herr Koschorke, Sie haben diese Frage ausgesucht. Was bezweckten Sie damit oder warum interessiert Sie das? Naja, es ist natürlich, sind gemischte Zugehörigkeiten. Man wird jetzt nie sagen, ich bin Europäer und nichts anderes. Und man wird auch wahrscheinlich nicht sagen, ich bin jetzt Deutscher und nichts anderes. Man wird das so, wahrscheinlich muss man da Prozentangaben dazu führen, zu wie fühle ich mich so in erster Linie. Aber das gibt ja interessante Untersuchungen darüber, wie Identifikationen, die immer etwas flexibel sind, wie die sich verschieben. Und es ist auch ein zwischen Generationen interessanter Effekt, dass eine sehr starke Primäridentifikation gerade bei Jüngeren mit Europa besteht. Mhm. Aber jetzt auch, was diese Umfrage, sofern sie repräsentativ ist, sagt, jetzt auch die Scheu, die es zum Beispiel in meiner Generation lange gab, zu sagen, ich bin ein Bewohner eines Landes, das Deutschland heißt. Eine Sache, die man irgendwie nur etwas verquält immer gesagt hat. Diese Scheu scheint gewichen zu sein. Es gibt also wieder die Möglichkeit, sich positiv mit diesem Land zu identifizieren. Dazu tragen einige Faktoren sicher bei. Also die Fußball-Weltmeisterschaft hat da vielleicht den Anfang gemacht. Aber sicher auch das Jahr 2015, die Willkommenskultur für jetzt eben das linksliberale Spektrum und überhaupt die Tatsache, und das ist ja jetzt ein interessanter Effekt, den wir erleben, dass dasselbe Deutschland, das vor zwei Generationen, zwei bis drei Generationen ein Massenexodus von politischen Dissidenten und anders
rassigen, in Anführungszeichen, Menschen gesehen hat, jetzt Zufluchtsort geworden ist für Menschen aus vielen Teilen der Welt. Türkische, serbische und andere Künstler, Intellektuelle, also nicht nur für jetzt, nicht nur für Kriegsflüchtlinge, sondern auch es ist ein heller Ort, ein heller Ort und wird ja vielfach gepriesen und sogar in den USA gibt es Menschen, die sich mit Auswanderungsplänen nach Deutschland beschäftigen. Mhm. Das mag jetzt auch eine Illusion sein und nach dem letzten Wahlergebnis mögen sich diese Vorstellungen etwas abgeschwächt haben, aber ich finde das interessant und sehr häufig ist es so, dass bestimmte Dinge übersprungen werden, also dass man sich zum Beispiel sehr stark in einer Region lokalisiert und dann möglicherweise noch in eben sozusagen ein europäisches Lebensgefühl teilt und nicht unbedingt mehr die Zwischenebene der Nation wahrnimmt. Also das ist jetzt zum Beispiel der Fall in Katalonien, wo es eine sehr starke europäische Identifikation gibt und eine sehr starke Identifikation mit dem Ort und der Region, aber nicht mehr mit der nationalen Ebene. Und das führt natürlich zu, ja, das ist auch eine Dynamik, auch eine Bauchdynamik, wenn man so möchte, die natürlich politische Entscheidungen, politische Präferenzen dann auch wesentlich mitbestimmt. Ja, aber widerspricht das hier nicht unserer These, die wir die ganze Zeit hier hören, dass die Politiker alle Schuld auf Europa abladen? Also Robert Menasse wurde angesprochen, der ja das schon seit Jahren vertritt, das schlechte Image Europas beruhe darauf, dass eben bei nationalen Wahlkämpfen alles Negative nach Brüssel abgeschoben werde. Und jetzt sehen wir ja doch immerhin, jetzt sehen wir es nicht mehr, aber dass Europa an zweiter Stelle stand und weiß ich auch, repräsentativ ist das Ergebnis vielleicht nicht. Aber dennoch, möglicherweise hat Europa ein besseres Image, als wir die ganze Zeit glauben, oder nicht? Also ich komme zurück auf diese Heuristiken und bei der Frage nach der Identität, die ja gestellt wurde, ja. Wie sehe ich mich? Sind wir vielleicht weniger nahe daran, die einfachste Antwort zu geben, weil wir uns da damit durchaus beschäftigen. Ich stelle allerdings schon die Frage, ob diese Umfrage tatsächlich repräsentativ ist. Wir haben relativ viele Studierende hier im Raum und das liegt mal relativ nahe, dass wenige von euch Konstanzer sind. Einfach weil ihr in dieser Stadt ein Gastspiel gebt und möglicherweise dann anderswo Arbeit sucht, wo es die auch gibt. Das könnte in einem anderen Ort und mit einem anderen Altersdurchschnitt ganz anders beantwortet werden. Und das hat schon was mit dieser Beschäftigung damit zu tun. Was liegt mir am nächsten und was kann ich auch am unkompliziertesten vertreten? Mir geht es ganz genauso. Ich habe mit 14 Jahren eine Radtour durch Belgien gemacht, hatte einen Platten, bin in den Fahrradladen reingegangen und wurde von dem Fahrradhändler mit Flickzeug beworfen, weil er sagt, im Deutschen verkauft er nichts. Das war für mich eine prägende Situation. Ich habe nie wieder gesagt, ich komme aus Deutschland. Ab da war ich viel lieber Europäer oder ich komme aus Stuttgart, wo die Autos herkommen oder ich komme aus Berlin, wo die Kulturszene zu Hause ist. Ich habe einfachere Antworten für mich gesucht, wenn ich mich nach draußen kommuniziere, was ich fühle. Ist wieder eine andere Thematik. Und ich denke, dass ein Publikum, was lange irgendwo lebt, dass sich das dann auch anders identifiziert. Ich habe in Stuttgart im Studium Fahrdienst gemacht, von Altenheim, Behindertenfahrdienst und so weiter. Und da gab es dann Damen, die saßen hinten drin und sagten, oh, jetzt kommen wir ins Ausland, von Heslach nach Cannstatt. Das geht überhaupt gar nicht. Und da war man Heslacherin oder Cannstatterin, aber man war keine Stuttgarterin. Da geht es noch viel, viel differenzierter mit rein. Und das Schöne für mich an dieser Thematik ist, dass offensichtlich für ein jüngeres Publikum Europa einfacher geworden ist, die Identifikation. Und das ist etwas, was die Politik ganz offensichtlich richtig gemacht hat. Wir haben vielleicht nicht das einfache Narrativ, was in die SPD-Fraktion gebracht hätte, Herr Koschorke, aber wir haben doch ein paar Vorteile, die wir in Europa sehen können. Wir haben Erasmus-Studenten da, die dieses Europa praktisch erleben. Wir haben Menschen da, die freizügig agieren können und der Wert wird einem erst bewusst, wenn wir mit Flüchtlingen zu tun haben, die diese Freizügigkeit überhaupt nicht erlebt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Geschichte Europa dadurch aufgeladen wird. Das nehme ich positiv mit. In der Tat hat es ja solche Kampagnen für Europa nicht in dem Ausmaß jedenfalls gegeben, wie für Parteien in Bundestagswahlkämpfen. Könnte das sein, also dass man das als Bestätigung ihrer These wahrnehmen kann, dass konkrete Politik mit Erasmus-Programmen und dergleichen, die ganz unaufgeregt vermittelt werden, ohne große Agenturen, dass das am Ende zu einer größeren Akzeptanz führt als das Gegenteil? Naja, Agenturen können auch immer nur verstärken, die können nicht erfinden. Die können ein Gefühl, was mit einer bestimmten Marke ausgestattet ist, Geiz ist geil, 3-2-1 Mainz oder sowas, ganz gut auf den Punkt bringen mit entsprechenden 4-Wort-Claims oder vielleicht auch mal nur
Drei-Wort-Claims oder mit der entsprechenden Farbigkeit dahinter. Was sie nicht können, ist einen Trend komplett zu manifestieren und zu erfinden. Das ist auch ganz gut so. Dazu haben wir ein zu kritisches Publikum, dazu haben wir Medien, die das kritisch hinterfragen. Wir können versuchen zu manipulieren, aber wir müssen das auf einer Basis tun. Es wird keine Werbekampagne für ein Produkt geben, was in sich schlecht ist, die nachhaltig erfolgreich ist. Das ist der Vorteil der sozialen Medien, die wir gerade geschumpfen haben. Das ist das Thema, die direkte Interaktion, der direkte Bericht, der dahinter steht. Das ist die Sternebewertung für ein Hotel, bei dem der Service unfreundlich ist. All das sind Themen, die Werbung alleine nicht kann. Das Produkt an sich muss stimmen, die Ehrlichkeit muss stimmen. Und offensichtlich ist das Produkt Europa nicht so schlecht, dass es hier jetzt nicht zu der Identifikation führt. Mhm. Herr Kofauke, wenn wir jetzt also diese These des Abladens von Schuld an Europa haben, erstens, müssen wir das überhaupt noch als relevantes Problem sehen, das wir bekämpfen sollten? Und wenn ja, wie kann man da vorgehen, dass Europa ein besseres Image bekommt, dass auch dieser Mechanismus, der in Wahlkämpfen immer wieder deutlich wird, alle schlechten Nachrichten nach Brüssel zu schieben, dass man den irgendwie mal los wird? Was kann man da tun? Es gibt da Bemühungen, zum Beispiel von Macron, und ich will mich jetzt nicht zu seinem Fürsprecher machen, aber der meinte, es muss gelingen, dass man sozusagen die Win-Win-Situation klarer herausstellt zwischen nationalen Politiken und europäischen Politik. Und es erfordert natürlich auch in gewisser Weise, dass Politiker sich zurückhalten bei dem Spiel der Externalisierung von Verantwortlichkeit. Das ist ja natürlich auch etwas, was von Stufe zu Stufe weitergegeben wird. Wenn ich mit meinen Vorstellungen nicht weiterkomme oder so, dann sage ich gerne, es gibt da Außenmächte, die mich daran hindern. Und natürlich hängt es auch damit zusammen mit dem Krisengefühl, das sich damit verbindet, mit dem Eindruck verbindet, nationale Souveränität ist nicht mehr in hinreichendem Maß gegeben, und auf nationale Souveränität, es sind eben sehr wichtige Gefüge gebucht, Stolz, Zugehörigkeit und dergleichen. Das heißt, es muss, möglicherweise ist es etwas, was sich jetzt gerade von selber ein bisschen demografisch so entwickelt, dass jüngere Leute vielleicht sogar ihre Primärgefüge schon an ein Gefühl von Europa binden und nicht mehr so sehr lernen müssen oder über sich hinausgehen müssen, um jetzt auf diese Ebene zu kommen. Also man kann ja mit dieser Stuttgarterin oder Cannstatterin, kann man ja anfangen. Das sind ja Prozesse, und es gibt unter uns noch viele Menschen, die sind noch an ihrem Ort zu Hause und die fühlen sich nicht als Teil einer oder nicht wohl als Teil einer globalisierten Welt. In den USA, in der englischsprachigen Welt gibt es so eine ganz prägnante Unterscheidung zwischen den Somewheres und den Anywheres. Also die einen, die an ihrem Ort haften, und zwar einfach deshalb, weil auch ihre ganze Existenz an diesen Ort gebunden ist. Das sind Berufszweige, es sind aber auch natürlich bestimmte Milieus, die lassen sich nicht transplantieren, und die sind auch nicht globalisierungsfähig. Das sind natürlich auch dann unter Umständen Verlierermilieus in einer Zeit, wo Mobilität zur Voraussetzung für auch beruflichen Erfolg und dergleichen wird. Und dann gibt es die anderen, die Anywheres, das sind eher die Urbanen, das sind eher die Gutverdienenden, die Kreativen oder sowas, die ja natürlich mit der Idee von Mobilität auch Wahlfreiheit verbinden und also im Prinzip ja überhaupt erstmal in der Position sind, wählen zu können. Und das ist eine ganz, möglicherweise eine andere Frontlinie, als wir sie bisher kennen, zwischen Einkommensklassen. Also möglicherweise nicht so sehr jetzt ein Klassengegensatz, sondern ein Gegensatz, wo sich nochmal ländliche Milieus gegen städtische Milieus positionieren und so weiter. Und das sieht man auch in den Wahlergebnissen. Es gibt immer dieses Erstaunen darüber, dass ein Land wie Ungarn, das regelmäßig Produktivitätszuwächse von 4-5% hat, oder Polen so ähnlich, dass die dann so eine populistische Regierung wählen. Aber wenn man sich dann anschaut, wie der Wohlstand sich in diesen Ländern verteilt, der Wohlstand seit 89, dann sieht man, das sind bestimmte urbane Wachstumszonen. Da bildet sich eine neue Mittelschicht und da geht es gut oder so. Ähnlich ist es in den USA, da gibt es auch eine ganze Welt von Menschen,
die fühlen sich dann unwohl, fühlen sich auch unwohl mit fremden Sprachen und all diesen Dingen. Das sind langsame Prozesse und das fängt an bei der Cannstatterin und das ist bei den Konstanzern ja nun auch sehr ausgeprägt und es reicht ja hier schon diese kleine lokale Intimfeindschaft zwischen Konstanz und der Schweiz da so mal so zu beobachten. Und man kann nicht alles hochaggregieren auf die Ebene, man kann auch nicht den ganzen Tag Weltbewohner sein, das ist auch eine absurde Vorstellung. Und dazu kommt natürlich auch ein Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben, das ist die Bildung, die das Ganze unterstützen kann oder eben auch nicht unterstützt. Ich glaube, wenn Sie sich mal selber fragen, von der Schulbildung her, sind Sie gefragt worden, ob Sie den Umriss von Deutschland zeichnen können? Ich bin Grafiker, ich versuche es immer auf Bilder zurückzuführen. Oder den Umriss von Europa. Dann werden die meisten von Ihnen die Erfahrung gemacht haben, wir wissen so ungefähr, wie Deutschland aussieht. Beule oben rechts, unten links. Und irgendwie funktioniert das dann. Aber wie Europa jetzt ganz konkret aussieht, das wissen wir nicht. Und entsprechend wird so ein Bedürfnis vielleicht auch viel, viel früher anlegbar sein als in einer Diskussion unter Akademikern, sondern es müsste eine Thematik sein, die in die ganz frühe Schulbildung schon reingeht. Was sind die Vorteile von Europa? Und wenn das Narrativ, von dem Sie sagen, ist es so schwer zu erzählen in den wenigen Worten, die man in so einem Claim bräuchte, in dieser roten Linien bräuchte, ganz ursprünglich schon bei uns eingepflanzt wird, dass ich als Erstklässler lerne, ich lebe in einer Region, in der ich frei leben kann, in der ich friedlich leben kann und diese Region heißt Europa, dann ist es besser als jede Werbekampagne. Da kann natürlich meine Profession Design, da kann Ihre Profession mit der entsprechenden Literatur und der entsprechenden verbalen Thematik viel dazu beitragen, dass diese Botschaften schon viel, viel früher eingepflanzt werden. Dann können wir sie danach auch als Narrativ einfach erzählen. Bildung ist ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt einmal von der Demokratie ausgehend bis zu Europa gewandert. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss, bevor ich die Runde eröffne, noch einmal zur Demokratie zurückkommen, und zwar am Begriff der Bildung. Es gibt verschiedene Reformvorschläge, die zurzeit durch die Geisteswissenschaften geistern, wie wir unsere Demokratie reformieren könnten. Beispiel Nummer 1, der US-Philosoph Jason Brennan. Er schlägt vor, dass man das Wahlrecht an den Bildungsstand koppelt. Mögen doch bitte nur noch gebildete Menschen abstimmen, und er schließt damit an ein altbekanntes Motiv an. Schon Platon ärgerte sich darüber, dass in der Demokratie seine Stimme genauso viel zählen würde wie die Stimme eines einfachen Bürgers, der vielleicht nicht ganz so viel sich mit den relevanten Fragen der Politik befasst hat. Schiller war der Ansicht, dass das Volk erst einmal gebildet werden müsse, bevor die Demokratie eingeführt wird. Was halten Sie davon? Herr Kofforke vielleicht. Naja, das ist ein alter Traum. Das ist ein alter Traum der Gebildeten, zu sagen, also das Volk ist noch nicht reif. Wenn wir an die zum Beispiel Federalist Papers im Umkreis der US-amerikanischen Verfassung, die damals, also Ende des 18. Jahrhunderts, die ganzen Überlegungen, da tauchte das auf, dass gesagt wurde, also der politische Repräsentant, der muss bestimmte Bedingungen erfüllen, er muss zum Beispiel wohlhabend sein, damit er nicht korrumpierbar ist. Also jemand wie Trump stand den damals nicht vor Augen, sondern also es muss ein unabhängiger, ein freier Geist sein und jemand, der unter sozialer Not leidet, der hat keinen freien Geist. Und es kann dann eben sein, dass so ein Repräsentant es besser weiß als das Volk, das er repräsentiert. Mhm. Und natürlich ist das eine Situation, die auch in einer Demokratie ständig vorkommt. Natürlich wissen die Leute in Brüssel und auch die Leute in Berlin wissen, dass ein vernünftiger Weg wäre, ein europäisches Bankensicherheitssystem zu kreieren, in das Deutschland massiv einzahlt. Das wissen die. Aber jetzt, das jetzt sozusagen, wie Sie gesagt haben, wenn man das allzu offen kommuniziert, dann kann das in einer Demokratie, die jetzt eben auf One Man, One Woman und dann One World auf dieses Prinzip abgestellt ist, kann das verheerend sein. Also entstehen dann diese Umwegkommunikationen, die einfach daraus kommen, dass die Demokratie mit der Tatsache, dass Repräsentanten mehr wissen, besser wissen als die Repräsentierten, nicht richtig umgehen kann. Man kann es paradox noch zuspitzen und sagen, es gibt das Wahrheitsproblem der Demokratie. Es gibt Mehrheitsentscheidungen, aber es gibt ja die Wahrheit auch. Also zum Beispiel die Wahrheit, dass wenn man diese und jene Schritte nicht unternimmt, die Klimakatastrophe über uns hereinbricht. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis.
Wie sich die jetzt in Mehrheitsentscheidungen übersetzt, ist ein riesiges Problem. Und wenn die Mehrheit sagt, nee, machen wir nicht mit, dann haben wir sozusagen das konstitutionelle Problem der Demokratie. Das lässt sich nie lösen, nur über den Weg, dass dazwischen Leute sind, die versuchen, die Mehrheit im Hinblick zur Wahrheit hinzubiegen. Und die Extremform davon ist zu sagen, Mehrheiten, also wir brauchen Expertokratien, wir brauchen die Herrschaft der Vernünftigen und der Gebildeten und so weiter. Ich würde davon abraten, es hat schon bei Platon nicht funktioniert und es würde auch bei uns nicht funktionieren, aber wir haben natürlich stillschweigende Mechanismen, in denen das vor sich geht, zum Beispiel Beratergremien, in denen dann das ganze Know-how in die Politik reingebracht wird und wo dann auch die auch in gewisser Weise eine zivilisierende Funktion auf Politiker haben, sofern sie einen gewissen Grundstandard an Vernünftigkeit besitzen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie eigentlich nur davon abraten, weil es nicht umsetzbar ist, also nicht realistisch ist. Sympathien haben Sie schon dafür, wenn ich das jetzt richtig herauslesen konnte, oder? Ja, vielleicht sozusagen als arroganter Akademiker hat man manchmal so solche Fantasien, aber ich würde... Okay, danke. Das reicht. Herr Redeker, das ist doch eigentlich, was Sie gerade sagten. Also wir brauchen mehr Bildung. Eigentlich muss das doch Ihnen entgegenkommen. Also jetzt mal unabhängig davon, na klar, wie soll das umgesetzt werden? Wie macht man dann Fragebögen vor den Wahlurnen, wer jetzt gebildet genug ist oder sowas? Aber jetzt mal unabhängig von diesen Umsetzungsproblemen, ein reizvoller Gedanke. Für mich kein reizvoller Gedanke, weil er Menschen klassifiziert in bessere Menschen und in schlechtere Menschen. Und wenn wir in der Politik, wo es darum geht, für ein ganzes Volk richtige Politik zu machen, solche Kriterien einführen, dann begeben wir uns auf ein ganz gefährliches und vermintes Terrain. Was ich darüber hinaus denke, ist, dass eine ganz wesentliche Fähigkeit eines Politikers sein sollte, die Sprache seiner Zielgruppen, die er ansprechen möchte, zu sprechen. Also es gibt ja diese Weisheit, ein Politiker, der den intellektuellsten Lobby-Deal aushandeln kann und hinter verschlossenen Türen, Herr Koschorka hat es ja gerade gesagt, es gibt ja viele Entscheidungen, die wir delegieren und in deren Komplexität wir uns nach der Wahl auch gar nicht mehr einmischen. Wir alle wollen, glaube ich, in diesen Sondierungsgesprächen zu Jamaika nicht in der Detailtiefe der Expertengremien mit drin sein. Das haben wir delegiert, wir sind eher grün, wir sind eher schwarz, wir sind eher gelb, was auch immer und dann funktioniert das ganze Thema. Die Fähigkeit des Politikers sollte es aber sein, nicht nur solche Diskussionen führen zu können und intelligent überfliegen zu können, sondern das auch so zu vermitteln, dass es im Bierzelt ankommt. Und das hat was mit dem von mir geschmähten Populismus zu tun. Es ist aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit, mit Menschen, die eine einfachere Sprache sprechen, sich in dieser Sprache verständlich zu machen und zu sagen, ich bin derjenige, der deine Interessen glaubwürdig vertritt und glaub mir, ich kann es dann auch mit den komplexeren Themen. Aber das zu vermitteln ist für mich eine Eigenschaft, die ich mir von den Politikern wünsche und sie ihnen sozusagen zu ersparen und dafür zu sagen, diejenigen, die das nicht kapieren, die dürfen nicht wählen, halte ich für den grundfalschen Weg. Zweiter Vorschlag, es sind insgesamt drei. Der belgische Historiker David van Reybrouck, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, sagt, Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Herrschaft des Volkes heißt aber nicht, dass das Volk auch wählen muss. In der attischen Demokratie gab es Losverfahren. Man könnte heute auch aus verschiedenen Bevölkerungsschichten Personen auslosen, die für einen bestimmten Zeitraum sich in die Thematik einarbeiten und dann Politik machen. Und der Vorteil wäre, sie müssten nicht auf die nächsten Wahlen schielen, sie müssten nicht populistisch agieren, sie könnten das tun, was sie in ihrer Arbeit in diesen vier Jahren als Erkenntnisse gewonnen haben. Im Grunde genommen wären all diese Probleme, die wir gerade diskutiert haben, gelöst. Stimmt das? Also auch das halte ich für einen gefährlichen Trugschluss, zu sagen, die Menge wird schon qua Losverfahren wissen, was richtig ist. Mhm. Dieses Expertentum ist schon etwas, was man berücksichtigen sollte, die Fähigkeit, sich politisch zu äußern und zu engagieren. Und auch in der attischen Demokratie gab es genau dann diese Aspekte, wo begnadete Rhetoriker in der Lage waren, diesen zufällig ausgewählten Volksvertretern sehr genau einzuflüstern, was denn nun zu tun sei. Das heißt, die Macht lag nicht bei diesen per Losverfahren ausgewählten Delegierten, sie lag bei denen, die man heute Influencer nennen würde, um in dieser vereinfachten Auswahl zu bleiben. Und das halte ich so für die ziemlich unangenehmste Vorstellung, dass ich, wenn ich begnadete Rhetoriker habe, begnadete Werber habe, begnadete Populisten habe, dass die dann auch noch auf ein Publikum treffen, was die Dinge zu entscheiden hat, was keine Kompetenz mitbringt, sondern vielleicht zufälligerweise eine Teilkompetenz hat. Mhm. Ganz gefährlich. Mhm. Herr Koschorka, teilen Sie diese Befürchtung? Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich meine, es gibt ja solche Elemente, zum Beispiel im Chefensystem, also das...
Und das geht ja schon auch davon aus, dass in jedem Menschen ein Staatsbürger ist, der oder ein, jemand, der weiß, der sich dem Rechtssystem verpflichtet fühlt und der dann diese Entscheidung treffen kann. In der Regel, wenn wir die Praxis davon ansehen, dann wird das eigentlich sehr klar gerahmt. Also es wird zum Beispiel verhindert, dass da jetzt solche, also das kann man nicht ganz frei machen lassen, sondern dann wird gesehen, gewisse Vorkehrungen werden getroffen, entweder im guten Sinn oder tatsächlich dann, dass das im Prinzip dann unter die Herrschaft von Machtkartellen und von Demagogen gerät. Insofern wird das auch nicht wirklich gut funktionieren. Mhm. Dritter und letzter Vorschlag. Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter, bekannt geworden, als er im Schattenkabinett von Angela Merkel war, im Wahlkampf gegen Gerhard Schröder. Dann wurde es eine große Koalition und er wurde dann doch nicht Finanzminister. Er spricht sich dafür aus, Eltern für ihre Kinder wählen zu lassen. Denn wir haben keine echte Demokratie, solange nicht jedes Individuum in diesem Land in dieser Demokratie auch vertreten ist. Kinder bis zum Alter von 18 Jahren sind nicht vertreten. Selbst wenn man, das ist jetzt nicht Kirchhoff, sondern das ist mal mein Weiterspinnen, selbst wenn man sagen würde, Kinder dürfen direkt wählen, so stößt man auf Umfragen entsprechende vor der vergangenen Bundestagswahl. Da hat man Schüler eingeladen, Wahlen zu organisieren. Und ich denke, dieses Wahlergebnis, das dabei herauskam, das müsste einem nicht bange werden lassen. Das war möglicherweise sogar reifer als das Ergebnis der Erwachsenen. Ist da was dran? Sollten wir dort vielleicht dran denken, auch nochmal vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, die Neigung dazu besteht, Politik für Mehrheiten zu machen, die ein gewisses Alter vielleicht erreicht haben? Ja, ich finde, das ist jedenfalls etwas, womit man sich ernsthaft beschäftigen sollte, denn natürlich ist das Verfahren, das wir jetzt haben, auch eine Tyrannei der Gegenwart gegenüber der Zukunft und eine Tyrannei derjenigen, die von jetzigen Verhältnissen profitieren gegenüber denen, die das in der Zukunft ausgeben müssen und die nicht gefragt werden. Jetzt kann man die Zukunft natürlich nicht sozusagen als Ganze in den demokratischen Prozess einbeziehen. Das ist irgendwie schwer möglich, aber man kann schon sich fragen, ob nicht ein Ungleichgewicht gerade in einer alternden Gesellschaft dadurch besteht, dass diejenigen, die es betrifft, nicht Teil des, doch in gewisser Weise des Wahlvolkes sind. Ob jetzt Eltern dann immer die richtigen Entscheider für ihre Kinder sind, da wird es ein bisschen schwieriger, denn das würde de facto heißen, die Verhandlungsmacht von Eltern wird größer, das kann man gut heißen. Es ist dann noch nicht die Stimme der Kinder, die dadurch geschaffen wird. Und das weiß ich auch nicht. Ich meine, natürlich ist es in der Regel so, also ich erlebe das bei meinen eigenen Kindern, dass Kinder sich dem Milieu und so einigermaßen anpassen, indem sie aufwachsen. Und wenn ich habe meinen Sohn auch gefragt, was er wählen würde vor der letzten Wahl, und dann habe ich natürlich grob vereinfacht. Also willst du die Partei wählen, die möchte, dass wir alle in die Kirche gehen, oder willst du die Partei wählen? Welche ist das denn? Gibt es da noch eine? Aber das wäre jetzt, nach Ihrem Regime, wäre das ja gar nicht mehr erlaubt gewesen. Ja, also ich finde das auch so ein bisschen sozialromantisch. Das klingt so ein bisschen nach einem Song von Herbert Grönemeyer und weniger nach einem reellen Prinzip. Kinder an die Macht. Den meinte ich. Systeme, in denen bestimmte Bevölkerungsgruppen privilegiert werden bei der Wahl, die hat es schon verschiedentlich gegeben. Das letzte, was in Europa abgeschafft wurde, war in Nordirland, wo protestantische Geschäftsleute mehr Stimmen hatten, um die Wirtschaftskraft des Landes zu fördern. Eine vordergründig sehr sinnvolle und sicherlich auch sehr einfach zu kommunizierende Regelung, die de facto zur Unterdrückung der politischen Minderheit der Katholiken, die stark durch Kinder gewachsen ist, dienen sollte. Eine fürchterliche Regelung, aber man konnte sie gut begründen zum damaligen Zeitpunkt. Ich würde nicht dafür plädieren, Eltern Stimmen zu geben für ihre Kinder. Ich finde es aber sehr sympathisch, darüber nachzudenken, beispielsweise das Wahlrecht, wie es auf kommunaler Ebene ja schon verschiedentlich der Fall ist, auch nicht nur in Deutschland, auf ein Alter von 15 oder 16 runterzusetzen. Denn das, was ich eingangs sagte, die Rentenpolitik ist so verlogen, wie sie ist,
weil ein Großteil der Wähler direkt oder in wenigen Jahren davon profitieren wird. Diejenigen, die die Suppe auslöffeln möchten, gehen zur Mehrheit nicht zur Wahl oder dürfen das noch nicht. Und da ein kleines Korrektiv reinzusetzen in einer überalterten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der diese Pyramide eigentlich so ist, dass diejenigen gerade über die Zukunft entscheiden, die diese Zukunft nur noch in Teilen erleben werden und möglichst jetzt davon profitieren wollen und nicht in 20 oder 30 Jahren, den Gedanken finde ich extrem sympathisch. Also Kinderwahlrecht nein, Jugendlichenwahlrecht ja, Delegation von Wahlrecht an niemanden. Ich ahne, wie gleich unsere letzte Umfrage ausfallen wird. Bitte stimmen Sie ab. Welche mögliche Reform unseres demokratischen Systems verdient, und wir haben es vorsichtig formuliert, eine ausführlichere Betrachtung? Also wenn Sie sich gleich dafür aussprechen, heißt das nicht, dass morgen, zack, ein Losverfahren eingeführt wird oder dergleichen. Bitte seien Sie mutig und wählen Sie nicht unbedingt D, wo es heißt, keine der bisher genannten. A lautet Wahlrecht nur noch für Gebildete, B Losverfahren, C Kinderwahlrecht, ja, und D ist natürlich keine der bisher genannten. Warum sind da Anführungszeichen, meine Gebildeten? Das ist doch schon. Das habe ich nicht hingeschrieben. Damit wird, glaube ich, schon. Das ist Polemik. Das ist Populismus. Schauen wir mal nach. Ja. Da trauen sich mehr. Ja, interessant, ne? Ja, das war zu erwarten, aber Wahlrecht für Gebildete auch interessant. Sehr interessant, vielen Dank. Ja, jetzt wäre ich gespannt auf Ihre Fragen oder Ihre eigenen Beiträge. Sie können Herrn Koschorke oder Herrn Redeker eine Frage stellen, aber auch selbst Ihre Meinung entweder zum Zustand unserer Demokratie oder zu Europa zum Ausdruck bringen. Bitte schön. Dann fange ich vielleicht an mit der ersten Frage. Ist die FDP-Kampagne zur Bundestagswahl eine gute Kampagne? Sie war offensichtlich eine erfolgreiche Kampagne, weil sie ein Thema absolut beherzigt hat, Fokussierung. Die FDP als außerparlamentarische Opposition, kaum durch bekannte Figuren gesegnet, Kubicki vielleicht in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland hier unten, kann den Namen keiner aussprechen. Und dann kommt Christian Lindner, 3-Tage-Bart, cool, schlank, sportlich, der Politiker der neuen Generation, der alles besser kann. Inszenierung, schwarz-weiß, nachdenklich, guckt ins Handy am Steuer. Ein cooler Typ, eine echt coole Socke, die ich gerne in diesem Parlament sehen würde. Und genauso ist er von der Werbeagentur Heimat aus Berlin, die mit zu den kreativsten Agenturen, auch zu denen, die machen zum Beispiel die Hornbach-Werbung, die die schrägsten Ideen haben, inszeniert worden. Als eine Ikone, die eine Alternative zum gängigen Politikbetrieb darstellt. Wer die FDP dann näher kennt, ich möchte jetzt die Politik der FDP nicht beurteilen, der weiß schon, dass es ja ein Gegenentwurf nicht unbedingt ist, sondern dass es durchaus darum geht, wieder etablierte Politik zu machen. Die Kampagne hat aber mit einigen Themen, die ich vorhin kritisiert habe an Wahlwerbung, sehr erfolgreich gebrochen. Eins der spannendsten Plakate der FDP ist ein Plakat, auf dem eben nicht draufsteht, die Rente ist sicher oder wir müssen dieses oder jenes besser machen oder mehr Polizei, sondern auf dem 20 Zeilen Text stehen, wo ich dann an der Bushaltestelle, wo da auch immer dieses Plakat steht, mich da wirklich reinfräsen muss, 2 Minuten was lesen kann, und das hat schon verfangen. Also es hat ganz offensichtlich eine Wählerschicht mobilisiert, die sagt, wir möchten einen anderen Stil in diese Politik reinbekommen. Von daher rein technisch eine sehr mutige und professionell gesehen gute Kampagne. Ob die FDP daraus jetzt adäquate Politik ableitet, ist nicht die Frage der Campaneros. Okay, zum Begriff der Heimat, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich hat die Heimat hat so einen Klang und man denkt dann an die historische Semantik dieses Wortes und so weiter und ist dann leicht geneigt, da so mit einem bisschen Geringschätzung diesem Begriff gegenüberzustellen. Ich denke aber, das wäre ein Fehler, weil man muss einfach der Tatsache Rechnung tragen, dass es eine Verwurzelung am Ort gibt, die ihr Recht hat und die nennt sich dann vielleicht Heimat. Also es ist jetzt nicht so meine Lieblingsvokabel, aber ich finde, es kann auch nicht sein, dass wir so eine Diskurshoheit der Mobilen haben und alles andere, alles, was so am Ort sein möchte und sich auch am Ort festwurzeln möchte und dem auch eine Wertschätzung entgegenbringt, das wird dann irgendwie als hinterwäldlerisch abgetan. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler, der jetzt auch zu diesem Backlash zum Teil geführt hat. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber das ist auch ein schwieriger Punkt, denn
die soziologischen Analysen und die Analysen der Wähler haben ja gezeigt, dass wir es jetzt bei den Triebkräften des Populismus gerade nicht nur oder vielleicht nicht einmal in erster Linie mit denen zu tun haben, mit den Benachteiligten, sondern also jedenfalls nicht mit den objektiv Benachteiligten. Es gibt ein offenbar verbreitetes Gefühl subjektiver Benachteiligung, aber das findet sich in Einkommensregionen, wo man jetzt nicht sagen kann, das sind diejenigen, die von der Schere zwischen Arm und Reich negativ beeinflusst werden. Und also da kommen zwei Dinge zusammen, das finde ich auch nach wie vor nicht ganz klar aufgehellt. Wir sind zum Glück jetzt davon, von diesen Analysen weg, die sagen, das sind die Abgehängten, das Ressentiment der Abgehängten, das stimmt nur zu einem gewissen und einem geringeren Teil und wahrscheinlich, zum Beispiel, das ist auch genderspezifisch, wahrscheinlich in den USA eher als hier, also die Wählerschicht der AfD ist bürgerlich, zum großen Teil. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Faktor, es gibt den sozialen Faktor, der ist irgendwie da. In Frankreich zum Beispiel scheint es eine große Rolle zu spielen. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor, der ist tatsächlich kulturell. Und wie jetzt, was jetzt diesen Parteien gelingt, ist offenbar diese beiden Triebkräfte zusammenzuführen. So wenig das jeweilige Klientel eigentlich mit dem jeweils anderen zu tun hat. Diejenigen, die sich kulturell nicht mehr wohlfühlen in einem Land, das so viele Flüchtlinge aufnimmt oder sowas, und diejenigen, die tatsächlich finden, hey, wo kommt das ganze Geld her, für mich ist nie was da, die werden da auf diese Weise unter das Dach einer Partei gebracht. Und das ist in gewisser Weise auch die Aufgabe von Parteien. Parteien haben ja die Aufgaben, unterschiedliche Wählerschichten zusammenzuführen. Aber das ist ist etwas tricky und so einfach war es nicht. Die SPD hat ja einen Gerechtigkeitswahlkampf zu führen versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und man könnte sagen, objektiv ist eigentlich die Zeit der Sozialdemokratie, aber es funktioniert irgendwie nicht, das Thema populär zu machen. Also ich möchte es unterstützen. Es gibt Analysen, bei denen auch Einkommensklassen dargestellt werden. Die AfD ist da nicht die Partei der Armen, der Protestwähler. Die AfD ist als populistische Partei offensichtlich eine Partei, der es gelingt, von links wie rechts Stimmen einzusammeln. Das ist auch ein Merkmal des Populismus, dass er sich gar nicht so stark verortet. In Frankreich beispielsweise haben wir eine ganz starke Verortung von Politik in Klassengesellschaft. Man wählt, weil man aus einer Arbeiterfamilie kommt, Kommunisten. Das ist in Deutschland abgeschnitten worden irgendwann mal und wir haben das nie wieder hingekriegt von der Thematik her. Populisten sammeln an beiden Rändern Unzufriedenheit ein und diese Unzufriedenheit entlädt sich dann sehr gerne gegen die politische Kaste, die dafür vielleicht gar nichts kann. Also der klassische Vorwurf, ein Politiker macht ja nur etwas, um sich daran zu bereichern, ist für mich als Unternehmer, sage ich einfach mal, lächerlich, weil wenn ich die Gehälter anschaue, die ein Politiker, ein Minister verdient, es gibt Kreativdirektoren in meiner Agentur, die verdienen mehr als ein Bundesminister. Und das sind Themen, die nicht so einfach zu kommunizieren sind, die aber in diese Diskussion mit reingehören. Und je größer, da gebe ich Ihnen recht, die Kaste der Unzufriedenen ist, der vermeintlich Abgehängten, desto wahrscheinlicher ist auch, dass sich diese Wut irgendwo entlädt, dass wir einen Schuldigen brauchen, dass wir einen Mülleimer brauchen. Das muss aber nicht unbedingt eine populistische Partei sein, das ist eher für mich Ausdruck des politischen Klimas, das wir haben. Also momentan Politiker zu werden, möchte ich keinem empfehlen, denn diese Dickhäutigkeit, die ich vorhin zitiert habe, die muss in dem Maße vorhanden sein, die zum Teil auch über Selbstachtung hinausgeht. Für das, was da geleistet wird, meinen hohen Respekt an alle, die das machen. Und ich hoffe, dass sich dieses politische Klima ändert, was durch die Populisten natürlich angeheizt wird. Ja, gleichwohl haben wir aber in Deutschland ein Kommunalwahlrecht, was gemeldete Ausländern mit EU-Pass ermöglicht, mit abzustimmen. Also wir sind da schon ein Stück weit auf diesem Weg unterwegs, möglicherweise anders als in der Schweiz. Ja, dann darf ich mich herzlich bedanken bei meinen beiden Gästen, bei Herrn Professor Dr. Albrecht Koforke und bei Herrn Professor Dr. Jochen Redeker für die spannende Diskussion. Ich darf noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen, die im Rahmen dieser Reihe stattfindet am 23. Januar. Das müsste ein Dienstag sein. Dann wird in der Bar 6 in Kreuzlingen das Thema Bildung und soziale Mobilität zwischen Anspruch und Realität behandelt. Zu Gast sind dann Professor Dr. Marius Busemeyer, Professor Dr. Helmut Weber und Professor Dr. Damian Miller. Ich bedanke mich für den Abend und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.